So, schön. Und dann lade ich Pia hier noch ein. Ob man sich Brutmutter auch irgendwie in den Perso eintragen lassen kann. Ich glaube, auch wenn es gehen würde, wäre das jetzt nicht unbedingt mein Choice to do. Also, ich finde den sehr schön, den Spitznamen. Aber jetzt auch nicht so schön, dass ich ihn im Perso haben möchte. Oh ja, Sachiel schreibt noch, und den Like-Button smashen? Ja, natürlich, smash that Like-Button, bitte. Also, ich sehe schon, ich muss mein YouTube-Werbegame, ich bin jetzt zu viel auf Twitch und zu wenig auf YouTube, ich muss da wieder ein bisschen hoch, genau. Smash that Like-Button, Leute, die Glocke, all dieser Kram, ne? Also, ihr wisst, was Sache ist. So, und hier sind wir. Wir sind Kathai, wir sind die Ordnung im Angesicht der schäbigen Oger, wir sind alles, was gut und rechtschaffen ist in dieser Welt. Auf geht's! Das ist sehr ja, dann haben wir auch mit Elden Ring auch bald wieder ein schönes Gesprächsthema. Das ist ja bei mir auch noch ein anhaltendes Projekt. Spielst du gerade auch noch Elden Ring? Ja, ich werde es wahrscheinlich auch noch bis 2024 spielen, weil... Weil du so lange brauchst oder weil du so lange genießt? Beides. Ah, okay. Du hast mir jetzt direkt den Euphemismus mitgeliefert, den ich brauche. Natürlich. Es ist wahrscheinlich eine ähnliche Sache, die du, oder bei dir vielleicht sogar weniger als bei mir. Aber mein Kanal und auch deiner ist ja eben schon primär Strategie. Das heißt, 5 Tage die Woche Elden Ring wäre vielleicht irgendwie so, da würden dann auch Leute sagen, ey, wo bleibt denn Crusader Kings? Deswegen mache ich es aktuell einmal die Woche. Und es ist halt sehr groß, ne? Es ist halt sehr groß. Und deswegen genießen wir es mit dem langsamsten Durchlauf auf Twitch, ist der Rekord, den ich für mich beanspruchen will. Das war deswegen so auch schön. Also, das ist doch auch voll fein. Ich habe tatsächlich von ein paar Leuten auch das Feedback bekommen, die sagen, ey, ich kann es ja auch nur Feierabend ab und an spielen. Ich finde es ganz gut, einen Streamer zu haben, bei dem ich nicht schon fürs Endgame gespoilert werde. Man muss Marktnischen besetzen, Pia, ja? Und, Marktnischen, und wenn, absolut. Und wenn halt Leute wie Leon oder so schon irgendwie die super Speedrun-Mega-Profi-Sache besetzt haben, dann kann ich halt immer noch sein, ja, aber guck mal, wenn ihr den langsamsten Noob von allen wollt, das bin ich. Ich finde das großartig. Also ich finde das, ich werde auch lange brauchen. Was in erster Linie damit zu tun hat, dass ich zu stur bin, um auf Tipps und Ratschläge von anderen Leuten zu hören. Deswegen ich immer den langen Weg gehe und erst alles selber rausfinden können möchte. Das mache ich auch so. Also ich höre schon ein bisschen auf die Leute, aber ich bin auch so. Ich gehe halt alles ab und wir wollen alles finden. Mhm. Und ich habe auch nicht unbedingt geplant, dass mein Charakterbild ein peitschenschwingender Magier werden würde. Aber du hast jetzt auch nichts dagegen, dass es passiert. Nee, vor allem jetzt. Ich habe jetzt eine neue Peitsche gefunden. Also nach 50 Stunden Spielzeit habe ich mal die zweite Peitsche im Spiel entdeckt. Und es ist eine Klingenpeitsche. Also so ein Peitschenschwert. Das gab es wohl wirklich. Eine indische Zeremonienwaffe. Oh. Und ich bin total begeistert. Das Urumi, genau. Und ich war noch nie so begeistert. Also in welchem anderen Spiel kann ich bitte Klingenpeitschen-Magie spielen? Allein mir fällt nicht wirklich eins ein. Allein die Existenz dieses Charakterbilds macht es zu einem fantastischen Spiel. Das ist geil. Das ist schon echt geil. So, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen wieder Oger. So, wo bin ich Nashen. Denn eigentlich? Wo ist denn mein Hauptdude überhaupt? Gott, es fühlt sich alles wieder so fremd an. Genau, lass uns doch vielleicht mal kurz den Leuten noch mal einen Überblick geben. Wir sind ja auch jetzt eine Weile nicht mehr am Start gewesen. Wir spielen Kathai, die beiden Kathai-Fraktionen. Pia ist die große, verantwortungsbewusste und kompetente Schwester. Miao Ying, die Sturmdrachin hier, ist dafür verantwortlich, das Reich gegen alle Anwände hier aus der gegen der Mauer zu verteidigen und so. Und ich bin der verpennerte, versoffene kleine Bruder. Das hast du jetzt gesagt. Ja, der darauf besteht, dass sein Vater ihn auch liebt, obwohl wir alle wissen, dass er Pia mehr liebt. Und, aber ich mache auch was. Das klingt wie so ein nicht abgeschlossenes Kindheitstrauma, das du da gerade erklärst. Also hat er ja. Der sagt ja aber, wenn du ihn anklickst, sagt er einfach nur, Vater liebt mich. Ich weiß es. Oh nein. Das ist total sad. Also das hat er offensichtlich wirklich und aber ich versuche gerade die Gunst des Vaters zu erringen, indem ich ihm möglichst viele Ogerschädel darbringe. Das ist ein nobles Ziel. Ja, ich bin hier unten und
die Sache ist, Cathay kann ja so Handelskarawanen losschicken, die dann viel Geld mitbringen. Es sei denn, sie werden von Ogern geplündert, die hier irgendwo in den, im Gebirge hausen und ihre primitive Lebensweise praktizieren. Und ich bin jetzt ausgezogen zu einer Strafexpedition. Genau. Was geht bei dir so? Ich habe honestly überhaupt keine Ahnung. Ich bin reich, mächtig und ein ziemlich cooler Drache. Ich habe mehr Armeen, als ich dachte und musste die gerade suchen, weil ich nicht gecheckt habe, wo sie sind. Ich habe mittlerweile 2 Seelen. Wir bräuchten noch 2. Ich will das unbedingt gewinnen. Ja. Und wenn ich mich nicht irre, sollten sich die Risse auch bald wieder öffnen. Ich glaube auch, ja. Und ich weiß auch gerade nicht, was ich sonst noch tun kann, außer mächtig zu sein, weil ich bin echt schon ziemlich mächtig. Ich glaube, ich nehme da jetzt noch die Stadt des Shungangan da wieder ein, die niedergerissen wurde. Und ja, sonst, also ich glaube, ich kann gerade gar nicht viel sagen, außer ich mache jetzt meinen Zug fertig und dann gucke ich mal, was ich tue mit meiner ganzen Macht und meinem ganzen Geld. Ich mache halt auch irgendwie so viel Kohle, also ist ganz weird. Und ich habe auch 162.000. Das ist respektabel. Ich bin tatsächlich ein bisschen im Minus, das macht aber nichts, weil die traditionelle Lösung für jedes Finanzproblem im Kaiserreich Cathay ist ja, dass man halt dann Oger tötet, um Geld zu verdienen. Dankeschön, Dankeschön. Und genau das, weil die haben ja so viel Geld von uns genommen. Das ist ja nur gerecht, wenn wir uns zurückholen. Das ist eine gerechte soziale Umverteilung. Genau, genau. Wir müssen jetzt tatsächlich blöderweise diesen Kampf spielen, weil das Spiel mal wieder, du kennst es, eine lächerlich überlegene Armee mir die teuersten Truppen wipen will, weil es sagt, ey, die sind schon ein bisschen angeschlagen, die verlierst du. Das heißt, wir müssen hier kurz ein paar Oger manuell bezwingen. Das wird aber auch lustig, weil wir sind komplett überlegen. Wir können ihn mit ein paar Terrakotta-Wachen so ein bisschen auf die Fresse geben. Geil. Ulk und Schuft sind diese 2 Oger. Schuft mit 2 F. Weil sie nicht mal dieses Wort richtig schreiben können. Ich seh dabei das bei dir im Chat. Wer sagt Maurice, dass Oger die Eisriesen von Warhammer sind und er quasi Loki? Wollt ihr damit sagen, ich bin quasi auch ein Oger? Ist das, was ihr... Ist das was, so lore-technisch? Das ist, Also das wäre ja mega der lustige Plot-Twist. Das kritisiere ich, nee, das kann gar nicht sein. Dankeschön, Schmidt, mal für die 15 Monate und ganz viel Spaß hier weiter. Die können nicht mal Städte bauen. Guckt euch das an, das ist eine Ogerstadt. Ja, Loki ist ein halber Eisriese, das weiß ich schon, aber ist die Fraktion von. Also liebäugelt die Fraktion von Maurice wirklich mit Ogern, lore-technisch? Ja, würde sie eigentlich tatsächlich tun, weil meine hat einen Skilltree-Punkt, wo man sagen kann, mehr Beziehungen mit Ogern. Also bist du wirklich ein Loki? Ich bin ja nicht selbst ein Eisriese, also ich bin ja kein, ich habe ja kein Ogerblut. Das ist ja schon mal was anderes. Ja, aber du möchtest die Oger nutzen, um deine Macht zu festigen. Also mein Charakter würde das wollen, aber ich habe ihm das ausgeredet, sagen wir so. Und das ist ja auch, also ich glaube, er hat inzwischen gemerkt, dass das eine dumme Idee ist, weil ich jetzt auch seit 50 Level-Ups mich weigere, auf diesen Skilltree zu klicken. Ich glaube, er hat es jetzt inzwischen kapiert. Bist du dir sicher? Nee, leider nicht. Das ist auch ein bisschen schwierig. Das gebe ich zu. So, ich würde jetzt einfach hier starten. Also, und du Oger kriegst dann sind die zweite Armee, die bekannte kommt. Söldner auch in Cathay. Mm-mm. Ja, genau. Ich kann die auch billiger anheuern. Es ist ganz schlimm. Wir starten jetzt und dann kommt gleich eine zweite Armee, die kannst du dann direkt übernehmen. Maurice, ich feiere dich sehr für den Krieg, den du gerade führst, aber du musst auch die Liebe in deinem Chat wahrnehmen. Das stimmt. Ich habe gerade noch geguckt, ob ich meinen Mute-Button korrekt habe, weil ich dich nicht zulabern wollte damit. Aber wir haben einen Raid. Wunderbar. Hallo, PsychShot. Vielen Dank, dass ihr da seid. Ich sehe sehr viele Herzen. Das sind verblüffend viele Herzen. Ihr seid offenbar eine sehr liebevolle Community. Schön, dass ihr da seid. Offensichtlich keine Oger. Offensichtlich, ich meine, hier wird jetzt im Grunde gerade
vorsätzlicher Genozid begangen. Willkommen auf dem Maurice Weber Twitch-Kanal. Wir rotten hier gerade Wilde aus, die uns unsere Handelskarawanen ab und an geplündert haben. Dadurch haben sie komplette Auslöschung durch die Hand von Kanonenluftballons verdient. Das ist rechtschaffen und wahr. Und ich schicke jetzt auch noch meine riesigen Tonstatuen rein, um ihnen aufs Maul zu geben. Alter, schön, dass ihr da seid. Terrakotta-Krieger als Tonstatuen betitelt. Du bist diesen Terrakotta-Krieger nicht würdig, wenn du die Tonstatuen nennst. Und das war jetzt für dich das Fragwürdigste in dieser Satzkonstruktion. Ja. Okay, okay. Willkommen. Die andere Stimme, die ihr hört, ist die liebe Shurioka, mit der ich im Squad-Stream auch gerade bin. Schaut auch gerne bei ihr noch rein. Und meine Leute schauen natürlich auf jeden Fall gerne bei PsychShot mal vorbei, wo ihr gerne noch ein Follow dalassen könnt, wenn ihr Bock auf Star Citizen-Content habt. Denn das wird es bei mir eher selten geben, weil Weltraumsimulationen sind mein Kryptonit. Aber jetzt muss ich Pia hier nochmal eine Streitmacht geben, damit sie Spaß haben kann. Ich habe Spaß. Alles gut. Aber hier, du kriegst meinen Kumpel, den Ogersympathisanten. Oh, ich krieg den coolen Drachenmann. Genau, genau. Ich würde einfach die Armee abfangen, die da von ihm noch kommen will. Ja. Weil du brauchst mich, glaube ich, nicht in der Hauptstadt, oder? Nee, das wird alles super hier. Also Hauptstadt ist ja auch echt ein großes Wort für das, was diese Oger sich da zusammengepfriemelt haben. Also, guckt euch das mal an. Das ist ja, das kann man ja nicht mal mehr irgendwie Gebäude nennen, was das hier ist. Unsere Terrakotta-Statuen, die sich bewegen können, sind mehr Gebäude, als was die da haben. So, wir schießen die jetzt noch weg. Ja, da fliehen sie vor der Macht der Zivilisation. Häbiges Gesindel. Wir jetzt noch Schuft besiegen, ihren komischen Anführer. Machen wir hier voll rein. Oh, das sieht schön aus. Und dann holen wir uns den Dude da hinten. Ich glaube, dieser Oger hier ist jetzt der Meinung, er kann allein zwei Terrakotta-Statuen besiegen. Schauen wir mal, ob das... Wenn das nur also Tonstatuen Schuft sind, dann... Ja, stimmt natürlich. Also Schuft ist hier, ihr seht, er ist relativ optimistisch, wie er da reinstürmt. Das ist jetzt... Okay, sie hauen jetzt ein bisschen an ihm vorbei, aber es wird schon irgendwie... Geh mal da hinten helfen. Ja, ich glaube, das ist nicht die schlaueste Idee, die er in seinem... Ich glaube, der überdenkt gerade ein bisschen die Lebensentscheidungen, die an diesen Ort geführt haben. Wir haben leider nicht nur Spaß hier. Also fast nur, aber nicht ganz nur. Ein bisschen Schaden haben ein paar Einheiten auch bekommen, was ich nicht so gut finde. Ich helfe dir mal noch ein bisschen mit meinen Artillerieballons. Brauchst du gar nicht. Also wir haben alles im Griff, aber es nervt mich, dass ein paar Sachen fliehen. Weil ich habe ein bisschen zu motiviert, weil, also ich habe unterschätzt, wie nah wir an der gegnerischen Armee waren. Ah, und dann wurden wir ein bisschen hinten aufgerieben, aber ich habe keine Einheit verloren bis jetzt. Fliehen nur zwei Einheiten, weil die ein bisschen zu nah drin waren. So, ich nehme jetzt hier auch die Punkte ein. Ja, mach den weg, bitte, den Dude. Die Ballons kriegen ein bisschen auf die Nase leider von diesen Türmen, aber das ist schon okay.
So. Ach stimmt, wir haben ja Türme. Ja, genau, die schießen natürlich auch gerade ein bisschen fies. Und beschädigen hier meine Himmelslaterne. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Unverschämt finde. Aber das sollten wir ja eigentlich wirklich gleich haben. Ja, ja. Hol auch jetzt gerade den Hauptpunkt. Ja, da ist es auch schon. Jawohl! Jawohl. Ja, das war ja wie so, das ist so. Geil, da wollen sie auch dran arbeiten. Also haben mich in den Patchnotes, also in der Roadmap gesehen, an dem Auto-Resolve-Ding. Das haben wir jetzt schon oft genug kritisiert, aber es ist jedes Mal wieder so. Warum hat er mir bei der Schlacht Verluste reingerechnet? Ne? Nur weil die Einheit ein bisschen beschädigt war. So dominant. Ja. Mehr geht ja kaum. Vor allem, du und kommst rein und dann ist die Berechnung plötzlich komplett neu, ne? So, das ist genau. Halt, das macht er auf den höheren Schwierigkeitsgraden. In so einer komischen Fehlkalkulation, finde ich. Also, wo halt gesagt wird, das macht das Spiel schwerer, aber es macht es ja nicht schwerer. Nee, es macht schon länger. Ja, genau. Und ja. Das ist tatsächlich etwas schade. Ja, ja. Mhm. Wir kriegen eine große Bastion wieder. Sehr gut. Was ist daran sehr gut? Achso, ich dachte, wir holen sie. Ich dachte, nein, nein, sie die große Bastion kommt. Also ach so, Belagerung unserer Mauer. Ah, ach so, mein. Ja, das ist dann nicht sehr gut, gebe ich zu. Das ist sogar das Gegenteil von sehr gut. Das ist korrekt. Wollte gerade schon sagen, was wird das, wenn es fertig ist? Wie sehr gut, das ist doch nicht schön. Voll gut, wir kriegen auf die Fresse, yay! Yeah. Ja, Krieg, der Geld kostet, juhu! Ja, gut, also Geld ist ja bei dir nicht das Problem, glaube ich. Ja, aber nur weil ich Geld habe, muss ich das ja nicht wegwerfen. Das ist korrekt. Ich würde mir mit dem Geld maximal einen Pony kaufen. Nur ein Pony, kein großes Ross? Ja, aber Ponys sind süß. Ist das eine gute Sache, Pantheos Max, oder ist das eine schlechte Sache? Danach entscheide ich, ob ich das gut meinst oder schlecht finde. Meinst du selbst als fliegende Fürstin, die sich in einen Drachen verwandeln kann, würdest du dir noch einen Pony kaufen? Nee, ich glaube nicht. Also, boah, ist schwer. Also, grundsätzlich würde ich, glaube ich, eher immer ein Pferd kaufen als ein Pony. Ich bin mehr ein Pferdemensch als ein Ponymensch. Aber gerade, ich glaube, wenn man selber schon ein fliegender Drache ist, dann würde man vielleicht doch noch eher zu einem Pony greifen, weil dann brauchst du es ja wirklich nicht, um von A nach B zu kommen, sondern nur, weil es süß ist. Das stimmt, ja. Hätte ich jetzt gesagt. Ja, es wird auch bei mir gerade eine komplette Fantasy-Welt offen und nur ein Pony, schreibt jemand. Ja, also jedem, worauf er Lust hat, natürlich. Boah, also wenn wir das Fantasy-Universum hätten und wir würden davon ausgehen, dass man dafür auch Platz hat und alles, dann hätte ich auf jeden Fall einen Drachen. Ja, das. Ja, wer nicht? Einen großen, fetten, feuerspeienden Drachen, der fliegen kann. Ja. Nee, finde ich auch. Das würde ich mega gut finden. Wobei, eine unanständige Frage an dieser Stelle. Okay, wenn wir jetzt. Wenn wir jetzt von Eragon ausgehen. Also ich rede von den Büchern, nicht von den Filmen. Den Film gibt's nicht. Wenn wir von den Büchern ausgehen, Saphira und Eragon können ja die Gedanken voneinander lesen. Mhm. Teilen sie sich auch Gedanken in sexuellen Momenten? Weil dann hätte ich nicht so Bock drauf, einen Drachen zu haben. Also mein Sexualleben hätte ich gern für mich allein, ohne riesige Echse, die es kommentiert. Das ist halt die Frage, ne? Wenn man Gedanken lesen kann, heißt das, man tut es auch die ganze Zeit? Das ist wirklich die Frage. Das sind die großen Fragen des Lebens. Ich meine, wahrscheinlich gibt es eine gewisse Neugier schon, ne? Nee, können sich auch abschirmen. Kommt im zweiten Buch vor, als Eragon beleidigt ist. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ach, oh gut, wenn man den Geist voneinander verschließen kann, dann ist wieder fein. Okay. Gut, damit ist mein moralisches inneres Dilemma gelöst. Ich hätte gern Drachen. Bei mir wird auch gerade noch das Szenario ausgeschaut, wenn der Drache dann auch noch urteilend wäre. Echt? Der Typ wird zum Beispiel. Wow. Ja, das
Das wäre natürlich, ja, das wäre echt ein Problem, das stimmt. Wenn der Drache auch noch Judging wäre. Das ist dein Geschmack, wirklich? Ja, genau. Boah, ich weiß ja nicht. Ja, musst du wissen, ich würde ihn nicht anfassen. Ja, genau, genau. Oh, wow. Oh, das wäre richtig gemein, ey, holy shit. Das wäre echt schlimm. Many feet, one purpose. Oder der Drache ist eifersüchtig und frisst alle Lava. Ja, ich hatte jetzt Kiba und Joy das erste Mal auf der Range mit. Und Kiba wurde einfach eifersüchtig, als ich die Pferde gestreichelt habe. Der war so richtig so, ich will jetzt auch Aufmerksamkeit, Mama. Oh, das ist hart. Also ich glaube, wenn Kiba ein Drache wäre, würden die Pferde nicht mehr existieren. Oh nein! Aber der war auch, Gott, mein Herz, ne? Mein Herz. Der hat so richtig schön an dem Pferd geschnuppert, mit dem ich immer arbeite. Und mein Pferd hat an diesem Hund geschnuppert. Und die kamen wie in so einem kitschigen Disney-Film, wo Tiere vermenschlicht werden, sind einfach diese beiden Köpfe zusammengegangen und sie haben sich ganz interessiert, ein bisschen suspekt, aber ganz interessiert angeschnuppert. Und ich stand daneben und war so, ja, empfindet Liebe, bitte. Das ist wunderbar. Das war schon echt süß. So, wir haben oben beim Schildkrötentor, kriegen wir ein bisschen mehr Besuch. Dürfte aber eigentlich kein Problem sein. Unten ist nichts, was mich ein bisschen wundert. Vielleicht gehe ich jetzt einfach eigenständig von unten hoch. Es gibt ja keinen Grund, warum ich auf die warten muss. Ich kann ja auch einfach zu denen kommen. Aber was ja bei dir immerhin kein Problem war, wenn wir von Tiere judgen, den Geschmack angeht, also von allem, was ich mitbekommen habe, war nicht eher ein bisschen das Problem, dass einer der Hunde sogar ein bisschen zu Kalle übergelaufen ist? Kiba ist komplett zu Kalle übergelaufen. Ja. Also Kiba war mal mein Hund und ich würde jetzt wirklich sagen, Kiba ist nicht mehr mein Hund. Kiba ist jetzt Kalles Hund und ich bin auch dabei. Und er liebt mich. Er liebt mich absolut so. Auf jeden Fall. Kiba oder Kalle? Kiba. Ja, auch Kalle hoffentlich auch. Aber also ich merke schon, dass er mich sehr, sehr gern hat, der Hund, immer noch. Aber die Beziehung, die er mit Kalle hat, ist nochmal ein ganz eigenes Level. Also das ist nochmal so dieser Extra-Meter. So, das ist schon echt krass. Und wie stehst du dazu? Ja, also im ersten Moment war ich schon so ein bisschen okay, so. Aber ich glaube, was das angeht, ist einfach, man hat ja, so wie ich Joy und Kiba beide liebt der Hund uns beide auch. Und es ist okay, wenn er einfach da seinen eigenen Vibe hat. Also ich finde das in erster Linie total schön. Ich sage auch immer, Kiba ist der Hund, den Kalle gebraucht hat. Und Kalle ist der Mensch, den Kiba gebraucht hat. Oh. Und das merkt man einfach ganz stark. Also die haben sich wirklich gesucht und gefunden. Und das macht den Hund ja, also der Hund liebt mich ja trotzdem. Der liebt mich ja nicht weniger. Nur weil er jetzt einen Menschen in seinem Leben hat, der so viel für ihn ausmacht. Also deswegen ist das für mich in erster Linie eine sehr, sehr schöne Sache. Das ist so wundervoll. Ein bisschen kitschig auch, Pia, gebe ich zu, aber aber schon auch wundervoll. So, dann guck mal, wo die uns jetzt hier an der Mauer, wo sie anbranden. Bester Speckus. Film ist immer noch Dragonheart, danach ging's bergab. Boah, würde ich nicht sagen. Ich finde Herrschaft des Feuers besser als Dragonborn. Ich finde, die Herrschaft des Feuers ist ein richtig guter Film mit Drachen. Und ich finde Mulan, wenn man es als Drachenfilm mit einem Drachen betiteln kann, auch sehr süß. Und ich finde Raya, der letzte Drache, auch sehr, sehr schön. Den habe ich noch nicht gesehen. Das ist auch ein Disney-Film. Gefällt mir persönlich sehr gut. Sind auch mehr so, ist mehr die asiatische Adaption von Drachen. Also mehr die Drachenschlange als der klassische Mittelalterdrache, wie wir ihn kennen und lieben.
Aber ist auch sehr, sehr schön. Aber ich würde auf jeden Fall Mulan als Drachenfilm betiteln, weil Mushu ist objektiv ein mächtiger, glorreicher Drache. absolut. Kann man nicht anders betiteln, finde ich. Ja. Definitiv. Ah, und bald haben wir auch wieder die Risse. Und der Hobbit ist auch ein guter Drachenfilm. Also ich glaube, dass der Struggle, den der Hobbit so ein bisschen hat, ist, dass er halt immer dauernd in, also er wird halt immer in Verbindung mit Herr der Ringe gejudged. So, und viele Leute sagen dann, boah, der Hobbit ist nicht gut, weil Herr der Ringe ist krasser. Aber ich bin mehr der Fan zu sagen, der Herr der Ringe ist ultra krass, aber der Hobbit ist auch gut. Es hält halt nicht mit Herr der Ringe, meines Erachtens nach. Aber muss es das? Es kann ja auch gut sein, ohne dass es mithält mit Herr der Ringe. Hätte ich jetzt gesagt. Ist eine interessante Frage. Ich fand tatsächlich, also war vom Hobbit ziemlich enttäuscht. Ich muss aber sagen, der Hobbit, wir gehen hier nach einer sehr bestimmten Metrik. Der Hobbit ist ein sehr guter Drachenfilm, weil Smaug war schon sehr, sehr geil gemacht. Und das Komische an den Hobbit-Filmen ist, auch als Herr-der-Ringe-Fan, die Schlüsselszenen waren immer extrem gut. Also Bilbo und Gollum war perfekt umgesetzt. Bilbo und Smaug war perfekt umgesetzt. Ja. Ich weiß nicht ganz, was sie sich bei dem dritten Film gedacht haben, hauptsächlich. Warum sie diese sehr mittelmäßige Schlacht auf einen ganzen Film ausdehnen mussten. Ich leugne diese Schlacht einfach weg. Ja! Also, ich muss sagen, ich finde diese drei Schlachten finde ich super cool. Aber ich möchte bis zum heutigen Tag leugnen, dass ein Fischerdorf gegen eine ausgeprägte Militärstreitmacht von Orks so gut bestehen kann. Ich weigere mich einfach, das zu akzeptieren. Ich finde Orks als eigene Spezies bei Herr der Ringe unfassbar cool, eben weil sie so eine krasse kriegerische Macht sind. Und dass die von Fischern, also schwierig. Ich weiß, dass es auch in den Büchern, also dass in den Büchern das Fischerdorf sich wohl auch verteidigt gegen die Orks recht erfolgreich. Aber ich finde die Umsetzung davon in den Filmen zu lächerlich. Also die Orks werden meines Erachtens nach einfach genutzt wie, ja, wirklich wie so Kinderfilm-Kampfpuppen, die verprügelt werden von einfachen Bauern. Und das finde ich schade. Ja, tatsächlich war also vieles an dem, wie dann gerade der dritte Hobbit die Dinge umgesetzt hat, war sehr komisch. Und wie du sagst, so hatte so diesen Kinderfilm-Aspekt irgendwie auch. Die Orks wurden zu Sturmtrupplern. Das Beispiel finde ich sehr gut von dir, das von den Leuten aus deinem Chat. Ja, stimmt. Ja. Das stimmt, es ist tatsächlich so, dass du nicht das Gefühl hattest, wie in Herr der Ringe, in 2 und 3 vor allem, dass du echt das Gefühl hast, okay, wenn wir jetzt nicht aufpassen, ist RIP. Dann ist Minas Tirith weg und auch Faramirs Ansturm auf Osgiliath und so, da gab es ja wirklich auch Momente, wo die Orks wirklich ziemlich, also schon eben sehr bedrohlich waren und du brauchtest eine Armee aus Geistern, um da mal ein bisschen aufzuräumen. Und dann hat Sauron eigentlich auch nur gesagt, so, ja, okay, bisschen doof, aber ihr wisst schon, dass ich noch eine dreimal so große Armee am Schwarzen Tor habe, die euch trotzdem noch platt macht. Das stimmt, das ist richtig. Ich weiß, dass der Hobbit ein Kinderfilm war. Absolut. Aber das ändert ja nichts daran, dass ich es trotzdem doof finden darf. Er war auch so ein bisschen in der Mitte, sage ich mal. Also, der Hobbit war ein Kinderbuch, aber durch den stärkeren Fokus auf die Sauron-Geschichte und so hat der Film ja auch, der hat sich ja auch schon mehr hingewegt zur weniger Kinderstory, die der Herr der Ringe war. Also, der erste Hobbit, finde ich, wirkte noch am ehesten so wie dieses Märchenabenteuer, was die Filme waren. Mm. Und man könnte auch argumentieren, dass wenn sie da konsistent bei geblieben wären, wäre das besser gewesen. Aber dann der Kampf irgendwie Galadriel gegen Sauron, der auch irgendwie albern gemacht war, aber das war ja offensichtlich nicht mehr Kinderbuchstoff, so von dem, was
was da passieren sollte. Also diese Filme hatten sehr viele Probleme. Das schon. Vor allem in ihrer Identität. Also in was ihrer sie sein Identität wollten. Auf jeden Fall, ja. Ich muss auch sagen, ich fand's auch schwierig, dass sie diese Zwergen-Elfen-Liebesgeschichte reingebracht haben. Also ich verstehe, und da wirklich, also das kann man mir glauben, ich verstehe das Bedürfnis, einen weiblichen Kriegercharakter in dieses Franchise hineinzubekommen, weil es einfach bei dem Hobbit in dem Buch auch einfach keine Frauen gab. Und das muss man auch einfach sagen, so, ich liebe Herr der Ringe, bitte versteht mich nicht falsch, aber die Frauencharaktere in Herr der Ringe sind einfach nicht so geil. Also es gibt immer wieder die ein oder andere Frau, die besonders hervortritt. Das wäre zum Beispiel, ich bin so schlecht mit Namen, Eleanor aus Rohan, wo ich sage, die... Eowyn, genau, aus Rohan, wo ich sage, ja, so, okay, cool. Arwen finde ich zum Beispiel ganz furchtbar, so. Galadriel finde ich auf Momente cool, auf andere Momente wieder, Und dann hast du es, also, dann war es ja auch schon wieder mit nennenswerten Frauencharakteren. Aber ich fand die Idee beim Hobbit, dann einen Frauencharakter reinzuschreiben, nur damit wir einen Frauencharakter haben, weil es sonst keinen gibt. Und dann besteht der Frauencharakter nur aus einer tragischen Liebesgeschichte. Pff. Also dann hätte ich doch lieber auf den Frauencharakter verzichtet, um ehrlich zu sein. Ja. Vor allem, also ich fand Tauriel in vielerlei Hinsicht eine gute Idee tatsächlich. Im Sinne von, dass wenn du Düsterwald als Fraktion auch mehr ausbaust, dann brauchst du Charaktere, die eine Stimme dieser Fraktion sein können, weil Filme so funktionieren. Mm. Die Schauspielerin selber, der wurde ja versprochen, als sie angeheuert dass hat, es keine dass es keine Love Story wird. Geben wird. Und das ist das, wenn sie das einfach nicht gemacht hätten. Ich finde, sie hat die auch cool gespielt. Auf jeden Fall. Sie hat auch sehr gut reingepasst, so in dieses Image der Elbenfrauen, wie sie die Herr-der-Ringe-Filme, also die hat da sehr gut in diese Tradition auch mit reingepasst, hat super funktioniert. Wenn du nur die blöde Love-Story nicht gehabt hättest, die auch niemand haben mit dem Charakter, wollte, ja, die niemand wollte, dann wäre ich völlig fein mit diesem Charakter gewesen. Und auch, also viele der Änderungen am Hobbit tatsächlich, die finde ich, werden zum Teil übermäßig kritisiert. Zum Beispiel auch, dass halt Legolas wieder vorkommt. Natürlich kommt er vor. Er ist der Prinz von Düsterwald. Der einzige Grund, warum er im Hobbit nicht vorkam, ist, dass Tolkien ihn noch nicht erfunden hatte. Aber Peter Jackson müsste jetzt schon irgendwie erklären, warum der Prinz von Düsterwald keine Rolle spielt, wenn Düsterwald in den Krieg zieht. Absolut. Aber was man halt draus macht, ist ja die Frage. Ah, es ist alles ein Elend. Das ist absolut Kritik, die ich nachvollziehen kann. Auf jeden Fall. So. Wie läuft's an der Mauer? Guck gut, alle sind entspannt, as always. Wir sind übermächtig. Ah, ich werde sich hier belagert, aber krieg einfach einen entscheidenden Sieg. Ja, ist ja... Versteht mich nicht falsch, Leute. Ich finde die Love Story nicht schlecht, weil sich ein Zwerg in Elfen verliebt. Ich finde dieses, sag ich mal, in-between racial Love Story zwischen zwei Fraktionen, die sich eigentlich nicht ausstehen können, einen süßen Twist. Ich fand die Umsetzung einfach nicht schlecht, also nicht gut. Und ich fand es einfach für die Story, die da erzählt wird, überflüssig. Also, dass es per se eine Love Story in so einem Universum zwischen Zwergen und Elfen gibt, ist, ja, klar, warum nicht? Aber in dem, wie es erzählt wurde, fand ich es einfach nicht passend. So, das, wozu, so, wofür? Brauchst du doch eigentlich nicht. Ja. Nee, fand ich auch genau. Das war genau das Problem des Ganzen, dass die... Es war auch einfach, jetzt auch einfach für sich genommen, finde ich, keine toll gemachte Liebesgeschichte. Also, nee. Man kann ja, also, alles kann man ja gut machen, ne? Also, jede noch so blöde Idee kannst du gut umsetzen, meistens. Wenn du einfach, wenn die einzelnen Dialoge toll sind, wenn die Chemie zwischen den Schauspielern stimmt und so, wenn es auch vielleicht nicht zu merklich auf Kosten anderer Plotlines geht, aber die hat auch einfach, also du hast ja überhaupt nicht, finde ich, mitgefühlt. Du hast gedacht, ich hoffe, die kommen zusammen oder so. Das war dir egal. Nee, ich habe einfach nur darauf gewartet, dass die Szenen vorbei sind. So.
Ja. Die beste Liebesgeschichte, und das ist genau die Art von würziger Love Story, die man eigentlich haben möchte, war immer noch Galadriel und Gimli. Gimli, der die ganze Zeit über Elfen hergezogen ist und Elben scheiße findet und keine Ahnung was alles. Und der darüber redet, dass die oberste Elbin, die sie da treffen, eine böse Hexe ist, die im Wald ist, die quasi, die hat ja alle möglichen, das merkt man ja auch im Film, wo er da ja über diese böse Hexe redet und dann trifft er Galadriel. Und dann redet er darüber, dass das einfach das schönste Wesen ist, das er jemals gesehen hat und schwärmt davon, dass sie ihm 3 Locken geschenkt hat. Das ja. fand ich war einfach so, das war neat. Das war so ein kleines, dezentes, so ein Hint und das war richtig schön und das fand ich hat auch diesen Kampf zwischen Zwergen und Elben richtig schön außer Kraft gesetzt mit, er hält sie für eine böse Hexe und dann beschreibt er sie als das wunderschönste Wesen. Das hat gereicht, du brauchst nicht auch noch, ja, noch mehr Elben. Richtig, das war sehr putzig. Ja, das war sehr putzig. Diese Geschichte hatte auch noch sehr schönen Subtext, wenn man tiefer die Story von Galadriel kennt, dass sie die gleichen 3 Locken dem größten, mächtigsten, schönsten und tollsten Elben, der je gelebt hat, damals verweigert hat, weil sie gemerkt hat, dass er ein Arschloch ist. Aber Gimli kriegt sie dann. Ist tatsächlich auch so aus tieferer Lore-Sicht einfach ja. sehr, sehr schön. Ja. Absolut. Und macht erstmal Beef in Rohan, dass Galadriel beleidigt wurde. Gimli ist auch einfach der beste Dude in diesem Film. Es tut mir leid. Ja. So. Wirf mich, aber sag's nicht dem Elb. Gimli ist der Beste, absolut. War immer Team Gimli als Kind schon damals. Er ist einfach... Ich nicht. Ich nicht? War ganz klassisches 14-jähriges verliebtes Team Legolas. Ja, natürlich. Das kann man dir jetzt auch nicht übel nehmen. Ne? Er ist ja ein attraktiver Typ, kann man ja wirklich nicht sagen. Ja, ich würde einfach mal sagen... Erst war ich ein verliebtes Mädchen und dann habe ich einen richtigen Männergeschmack entwickelt, als ich eine Frau wurde und jetzt bin ich Team Gimli. Das finde ich, das ist doch schön. Ist doch, man entwickelt sich weiter im Leben. Auf jeden Fall. So, was haben wir hier? Ich fand Galadriel immer spannender als Arwen. Das ist auch nicht so schwer, um ehrlich zu sein. Ja. Arwens Existenz basiert darauf, dass sie einen Mann liebt und bereit ist, für ihn zu sterben. Daraus besteht Arwen. Das stimmt, ja. Wenn ein blonder Dude auf 5K... mit Pfeil und Bogen snipen kann, dann ist das halt sexy. Ja, das ist schon beeindruckend. Aber wenn dir ein Dude 8 fucking große Bier trinkt und immer noch gute Laune hat und herzhaft aus seinem Bart rülpst, dann finde ich das auch schön. Also Legolas hat ja auch gut getrunken. Ja, er hat nicht aus seinem Bart gerülpst. Der hat nicht aus seinem Bart gerülpst und das ist auch nicht fair, weil mit dem kannst du dich auch nicht betrinken. Das stimmt. Wollen wir den Kompass nochmal ändern? Ich kann das gerade. Ja, klar, auf jeden Fall gerne. Aber ich glaube, er ist gerade eigentlich da, wo er gut ist, nämlich auf Wachstum und Einkommen. Nee, wir bräuchten den eher auf Bastion gerade. Ich habe den jetzt so, ganz okay. frech rübergesetzt, weil wir haben ja Bastionangriff. Ja, dann, das ist ja dann hier dreist. Okay, dann hast du quasi schon, wie die große Schwester, die du bist, entschieden, bevor du mich wirklich konsultiert hast. Wow. Ich als kleiner Bruder habe offensichtlich in dieser Familie nie Mitspracherecht, weil Vater mich nicht mag. Und, okay. Nehmen wir jetzt einfach so. Frech. So, nehme ich die da jetzt mit rüber, ja. Was? Rebellion steht bevor, wo? Welch Schurkerei. In den alten Riesenlanden, was? Die Oger wollen sich unserer Herrschaft widersetzen, oder was? Was ist denn hier? Das ist ein knapper Sieg. Aber verlierst du was, oder? Nee. Aber hat auch ordentlich, also...
Ich habe die mal eben ausgeraubt und niedergerissen. Ja, gut. Ach, ich hätte eine Quest gehabt. Ich hätte es erobern und besetzen sollen. Ups. Jut. Ups. Jut. Lesen hilft. Dann kann ich das immer noch besetzen, ja. Da habe ich meine Quest jetzt abgeschlossen. Die sollen sich nicht aufregen. Ey, was ich hier an Ogern wegmache, das ist die. Ich mache die Welt mit jedem Zug ein Stückchen besser. Ich finde das so schön, wie du dich hier feierst, dass du die Welt jedes Mal ein Stückchen besser machst, während ich hier alleine in den trüben Landen gegen das Chaos kämpfe. Überhaupt nicht allein. Siehst du nicht da drüben im Drachentor, wie meine Heldin da einen Tee trinkt in ihrer Teestube und schon längst die Invasion, die bei ihr kam, abgeschmettert wurde? Also, nur weil du so komisch übereifrig da rausgehst in diese Gammellande und da irgendwie, also, das ist ja dann hier nicht, was soll denn das jetzt hier? Übereifrig in die Gammellande, sehr schön. Ja, ja, also... Ich meine, ich werde jetzt gleich die große Halle des Speckos plündern, was die nobelste Tat ist, die je begangen wurde wahrscheinlich, dem Typen mal ins Reinzuwürgen. Schaut, da hockt er, Speckos Goldzahn. Also die Liebesgeschichte zwischen Arwen und Aragorn ist auch in den Büchern ziemlich enttäuschend, vor allem weil Tolkien ja selbst den Vergleich zwischen Aragorn und Arwen und Beren und Lúthien zieht. Waren Beren und Lúthien nicht die, die gestorben sind? War das nicht dieses tragische Liebespaar zwischen dem Elf und dem Mensch? Genau. Und das ist tatsächlich, was Tolkien... Auf Tolkiens Grabstein steht tatsächlich Beren und auf dem seiner Frau steht Lúthien. Also da hat er sich auch irgendwie selber drin gesehen. Ui. So. Das ist aber schon romantisch. Also, ein bisschen, ja. Egal wie schlecht die Liebesgeschichte geschrieben sein mag, heirate mal einen Mann, der Bücher schreibt und als die historische Liebesgeschichte seines gesamten Universums eine Interpretation seiner eigenen Liebe zu seiner Frau sieht und das dann auf die Grabsteine schreiben lässt. Yo, es, Romantik ja. Next Level durchgespielt. Das muss man tatsächlich sagen, ja. Ja, das zwischen Galadriel und Gimli war pure Wertschätzung, auf jeden Fall. Aber das ist ja, ich glaube, mein Verständnis für Liebesgeschichten ist insofern ein anderes, als dass für mich eine gute Liebesgeschichte auch einfach eine liebevolle Wertschätzung zwischen zwei Personen sein kann und nicht in Heirat und Kindern enden muss. Weswegen die Gimli-Galadriel-Geschichte für mich eine wunderschöne Liebesgeschichte ist, weil ich dieses, die Liebesgeschichte besteht daraus, dass zwei heiraten und dann für immer Kinder kriegen, einfach als altbackenes, vollkommen, ja, einfach überzogenes 0815 Hollywood-Klischee sehe, das mich halt nicht mehr abholt. Also, es heißt jetzt nicht, dass ein Pärchen, das heiratet und Kinder kriegt, nicht eine schöne romantische Geschichte sein kann, aber es macht bei mir auch keinen Wow-Effekt mehr, weil irgendwie 99,9% der Liebesgeschichte genau darauf aufbauen. And it's nothing new. Das stimmt. Hier kommt jetzt die Rebellion gleich in den alten Riesenlanden. Das ist schäbig. Wobei ich mich auch frage, wenn können Zwerge und Elben Kinder kriegen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es ist nicht die Art Frage, mit der Tolkien als konservativer katholischer Oxford-Professor sich so gerne befasst hat. Sagen wir mal so. Naja, er war ja nicht so fernab. Also er war ja für seine Zeit nicht so schlecht, was alle seine Meinungen angeht. Jetzt auch nicht überall überragend, aber... Ich sehe gerade, dass unsere beiden Chats diese Kinder beide als Zwelben sind, was ich sehr toll finde. Aber meine liebe Kollegin Steffi ist im Chat und hat zwei Kommentare. Erstens mal kennt sie sich wohl aus und sagt nein, weil Zwerge von Aule geschaffen wurden, also einem anderen Gott ja sogar. Und zweitens sagt sie, Celeborn weint leise im Hintergrund. Also tatsächlich
lässt du ja wie viele Galadriels tatsächlichen Ehegatten ein wenig außer Acht in deiner Interpretation dieser Liebesgeschichte hier, dass diese Frau tatsächlich einen jahrtausendelangen liebenden Gemahl hat, der immer an ihrer Seite stand, vielleicht ein bisschen, also nicht ganz so der flashy Typ ist, den Leute auch gern mal übersehen, ne? aber der tatsächlich existiert hat. Ja, ich habe ihn ja nicht vergessen. Aber ach so. ich kann doch glücklich mit einem Mann verheiratet sein und trotzdem ein liebevolles, respektvolles und wertschätzendes Geschenk an einen anderen Mann geben, ohne meinem eigentlichen Mann damit Untreue zu erweisen. Das stimmt, aber wenn du dann dieses Geschenk geben als Liebesgeschichte titulierst... Ja, aber Liebe besteht ja nicht immer nur aus Romantik. Ah, okay. Oder? Also eine Liebesgeschichte ist ja nicht darauf ausgebaut, dass Mann und Frau danach ficken. So hart das jetzt klingt. Eine Liebesgeschichte kann doch auch einfach ein liebevoller, wertschätzender Akt zwischen zwei in diesem Fall unterschiedlich politischen Parteien sein. Nämlich Elben und Zwergen, die sich historisch betrachtet eigentlich hassen. Mhm. Und damit ist es ja so gesehen eine Liebesgeschichte zwischen zwei Völkern. Ausgelebt von zwei Individuen. Das wäre interessant, wie Celeborn das betrachtet, tatsächlich. das, ja, ich würde auch mal Steffis Meinung dazu noch mal einholen, vielleicht. Ja, ihn, ich habe ihn nicht vergessen. Ich schwör's. Ich habe nur vergessen, übrigens, wie er heißt. Wusstest du übrigens, dass Celeborns anderer elbischer Name Teleporno ist? Das hast kein du Witz. Jetzt gesagt. Nein, das ist kein Witz. Das ist so. Nein. Doch. Nein. Von Tolkien so tituliert. Nein, Teleporno. Jetzt weißt du auch, warum die ewig verheiratet sind. Wow. Das kommentiere ich jetzt einfach gar nicht. Ich habe das Gefühl, Pia, dass du die noble Institution der jahrtausendealten Elben-Ehe vielleicht nicht ganz so respektierst, wie du es solltest. Du komische, progressive, moderne Frau, du, was soll denn das hier? Jetzt mal ganz im Ernst, wenn ich 3000 Jahre lang auf der Welt wandle und nach 3000 Jahren mit meinem Partner immer noch Probleme mit Eifersucht habe, wenn es um sexuelle Inhalte geht, dann weiß ich auch nicht. Power is my best. Ja, Gott, es ist... Weißt du, was ich an unseren Streams so mag, Pia? Man weiß nie, worauf das Gespräch wohl kommen wird. Man weiß aber, es wird immer gut werden. Egal, was es ist. Jetzt sind wir bei Elben-Ehe und Galadriels und Celeborns Sexbeziehungen. und es ist eine faszinierende, unterhaltsame Debatte. Ja, ich finde das, halt, find das gut. Ich frage mich halt an der Stelle, Elben sind ja in den meisten, also egal ob Elfen oder Elben, sind ja in den meisten Storylines eher alte, weise Völker, die verhältnismäßig viel weniger Kinder zur Welt bringen als Menschen. Und ich frage mich, ob das mit ihrer Sexualität zusammenhängt oder dass die einfach nicht so leicht schwanger werden. Also das würde mich wirklich mal interessieren, weil die werden so als unfassbar erhabene Geschöpfe auch quasi dargestellt. Und ich frage mich, ob sie in ihrer Erhabenheit über den fleischlichen Gelüsten stehen und deswegen einfach nicht so viele Kinder kriegen und in vielen Geschichten dann aussterben. Oder ob es einfach nicht so leicht klappt. Das ist eine gute Frage. Ich würde mal tippen, zumindest die Elben des konservativen katholischen Oxford-Professors, die stehen wahrscheinlich auch über fleischlichen Gelüsten. Die Elben vom Witcher-Autor, der seinerseits nach eigenen Angaben überhaupt nicht über fleischlichen Gelüsten steht, da ist es vielleicht ein anderes Problem. Das ist wahr. Weil ich glaube, der Witcher-Autor sieht weniger Sex haben überhaupt nicht als erhaben an. wenn man mal so sein Opus im Gesamtkontext betrachtet. Also wenn man sein Opus im Gesamtkontext betrachtet, könnte man die gesamte Geschichte auch darauf runter reduzieren, dass ein Mann darüber schreibt, mit wie vielen Frauen er Sex hatte. Ein Tagebuch. Bei mir wird es gerade noch sehr korrekt. Kennst du die Story von Slaanesh, wie sie in Warhammer 40k ist? Nein.
Weil die Elben von Warhammer 40k sind auch nicht so ganz über den fleischlichen Gelüsten. Da ist Slaanesh tatsächlich dadurch geboren, dass das Eldar-Imperium, also die Space-Elben dort, so mächtig wurden, dass ihnen nichts anderes mehr blieb als so grenzenlose Perversion und Dekadenz, die immer weiter wuchs, bis ein Chaosgott der Dekadenz und Perversion geboren wurde, weil dieses Imperium so widerlich war. Junge, und was? Die Explosion, also die Geburt von Slaanesh hat dieses gesamte Eldar-Imperium weitgehend ausgelöscht, weil einfach die pure Macht ihrer Dekadenz hat einen neuen Chaosgott erschaffen, den es davor nicht gab. Das klingt wie der Orden, in dem ich geboren wurde. Krass. Das ist auch cool. Ist das nicht so zu erklären, dass Elben reinkarnieren und halt vergleichsweise weniger sterben, sprich einfach weniger Seelenschub herrscht? Das ist eine schöne Erklärung. Ja. Dass es nicht genug Elbenseelen gibt, um immer mehr Babys hinterherzuwerfen. Das hast du jetzt auch schön noch zusammen formuliert. Sehr gut. Mehr Babys hinterherwerfen, das ist, was Menschen tun, wenn sie sich fortpflanzen. Genau. Ich bin schon im Überlegen, ob ich für mein eigenes Buch eine Gastautorin einladen soll, die statt mir über Schwangerschaften schreibt, damit das trotzdem einen, wie soll ich sagen, damit das ein gewisses Schriftbild hat, das nicht Gebären, Auswerfen oder Platzen impliziert. Wow, wow. Das, ja, vielleicht eine Idee, ne? Ich meine, ich, ja, also, ja, ja, schau, Steffi, was du anrichtest. Du bringst hier schöne, sinnvolle Theorien über Elben rein und Pia macht Dinge draus. Das, ja, die Koala schreibt gerade dasselbe Schiff. Alter. Das elbische Babykatapult. Man nennt es auch Geburt, ja. Es wird immer faszinierender hier. Oh, ist das schön. Hui. Oh, dafür kriegst du einen Sub bei mir, nur die Koala. So herzlich habe ich schon lange nicht mehr gelacht. Den hast du dir verdient. Oh, sehr gut. Das ist einfach schön. Das ist großartig. Ach Gott. Was wird hier nur angerichtet? Ja, ein bisschen Humor schadet dem einen oder anderen Buch auch nicht. Ja, das stimmt. Das ist absolut richtig. Ach Gott, ey. Wir sollten es vielleicht nur nicht das Tolkien Estate hören lassen. Hey, also das Tolkien Estate kann mir gar nichts. Ich habe abends Abendstern am Bauch tätowiert. Das stimmt, ja. Das ist mein absolutes, also wirklich mein absolutes Lieblings-Fantasy-Franchise. Und genau deswegen mache ich da auch einfach so herzlich Witze darüber, weil das gehört halt auch irgendwie dazu. Also ich liebe es und ich schätze es, aber gleichzeitig muss ich mich manchmal auch einfach drüber lustig machen. Das ist ja auch etwas, was finde ich manchmal so, also von Leuten finde ich nicht irgendwie verstanden wird, so dass wenn du etwas, dich über etwas ein wenig auch amüsierst oder auch mal kritisierst, heißt es ja nicht, dass du es nicht liebst. Yep. Und das ist, du kannst ja auch etwas lieben, was nicht 100% in allen Bereichen maximal perfekt ist. Und genau, geht bei mir mit Herr der Ringe auch so. Es ist fantastisch, aber ein bisschen drüber lachen kann man ja auch. Absolut. Und auch wenn ich dann so Sachen sage, wie dass halt Frauencharaktere bei Herr der Ringe nicht gut geschrieben sind, das heißt ja nicht, dass das ganze Buch schlecht ist oder dass ich das ganze Buch boykottiere. Ist halt auch einfach eine andere Zeit gewesen mit anderen Ansprüchen und anderen, wie soll ich sagen, Prioritäten.
Und das macht das Buch ja nicht weniger gut. So. Ja. Ich würde heutzutage, wenn ich heutzutage ein neues Fantasy-Buch kaufen würde, und da haben wir halt, also, und in so einem Buch hätte man so wenig, sag ich mal, mächtige oder selbstbestimmte Frauencharaktere wie bei Herr der Ringe, dann wäre ich halt enttäuscht. Aber Herr der Ringe kommt einfach aus einer anderen Zeit. Und manchmal muss man Sachen auch einfach mit einem Auge betrachten, indem man sagen kann, okay, ich liebe das Franchise und es ist fein. Nicht alle Bereiche davon sind mehr zeitgemäß, aber das ist in Ordnung. Man muss es nur nicht weiter blind weiter reproduzieren, so nach dem Motto. Richtig. Also man kann ja, glaube ich, durchaus sogar, ich glaube, wenn man mal vergleichen würde, also eben gar nicht, dass das heute noch so sein sollte, aber verglichen mit manch anderer Literatur, die zur gleichen Zeit erschienen ist, ist, glaube ich, dass überhaupt so jemand wie Eowyn existiert oder wie Galadriel. Genau, ja. Das ist sogar noch am oberen Ende der Skala, sage ich mal jetzt was, und dass Eowyn den Hexenkönig tötet, ja, und so Zeugs. Nach dem Motto, kein Mann quasi kann mich besiegen, aber eine Frau, ja. Also das ist ja mega der krasse Frauenpower-Move. Und für die damalige Zeit halt insane. Und für die heutige Zeit, sage ich, wäre schön, wenn es eine einzige Szene bei Herr der Ringe gegeben hätte, wo meine Frau mit einer anderen Frau redet. Ja. Aber ich muss kurz, weil auch ein paar Leute sagen, so, sie finden das Gespräch toll, sie checken aber gar nicht, was im Spiel passiert. Ich muss kurz für eine wichtige Eilmeldung unterbrechen, ja, dass ich soeben die Fraktion Goldzahn vernichtet habe. Oh, jawohl. Speckus Goldzahn, der oberste und schäbigste aller Oger, ist der Asche der Geschichte anheim gefallen. Von der Fraktion bleibt nur das schallende Gelächter der dürstenden Götter. Oh. Die Welt ist jetzt sicherer, als ihr letzten Zug war. Viele Kathai-Händler können nun wieder guten Gewissens die Berge passieren und Geld scheffeln und den Kapitalismus frönen, ohne dass Anarchisten wie Speckus ihnen dabei zur Last fallen. Liest du das gerade vor oder hast du das einfach... Das hat das Spiel 1:1 so gesagt. Oh, krass. 100%. Na, genau, ja. Dankeschön, Alla Dron, für die 41 Monate. Das hat mich auch gerade ein bisschen überrascht. Dank. Dankeschön, aber, Dankeschön. Ja. Das Spiel ist offensichtlich sehr meines Geistes. Das finde ich auch gut. Ich sehe gerade, du bist wirklich so ein bisschen... Du hast keinen Bock mehr auf die Typen da in der Chaoswüste. Sehe ich das richtig? Wie kommst du drauf? Da ist die defensive Strategie hat sich dezent gewandelt. Ähnlich ja auch wie bei mir mit den Ogern, ne? Man verteidigt sich so lange, bis man merkt, ja, man könnte ja aber auch hingehen und mit Stumpf und Stiel alles ausrotten. Ja, das ist also, ja auch eine Option. Ich wollte mich ein bisschen ausbreiten. Die rote Festung sieht aus wie eine gute Sommerresidenz. Und dann dachte ich mir, ja gut, Kreuzung des Drachen. Honestly, ich bin der einzige richtige Drache hier. Wenn jemand verdient hat, eine Stadt zu besitzen, die Kreuzung des Drachen heißt, dann bin's ja wohl ich. Das stimmt. Also, I'm sorry. Also, ja. Und die anderen Sachen durch, sind ja halt einfach... Kennst du das, wenn du dir ein sehr, sehr teures Haus kaufst und du möchtest unbedingt die Aussicht genießen und deswegen kaufst du dir einfach alle Grundstücke drumherum auch, damit die Aussicht so bleibt, wie sie ist? Also ich kenn's nicht, aber ich mach's gerade so. Ich hab immer in München vor allem ist das mega easy. Ja. Die Wohnungspreise hier sind zum Glück relativ harmlos. Ich besitze hier das ganze Umland tatsächlich. Klar, damit die Wohnung über dir und unter dir auch nur mit der Lautstärke existiert, wie du das möchtest. Ja. Genau, und das war auch mein Plan jetzt hier an der Stelle. Also wenn ich da oben zwei Residenzen habe, dann möchte ich halt sicher gehen, dass die Nachbarschaft so bleibt, wie sie ist. Also nehme ich die Nachbarschaft auch direkt ein. Ja. Finde ich voll okay. Huch, da oben kommt ja hier richtig irgendwie... sind das? Da ist irgendwie... Warum ist Kairos Schicksalsweber hier am Rumeiern? Okay, da muss ich tatsächlich mal ein bisschen... Komme ich da noch näher dran? Nee, ich glaube nicht gerade. Schauen wir gleich mal. Oh, hier sind... So, schaffe ich das einfach mit denen hier? Ja, easy. We shall resist. The Bastion is indeed costly. So. Ja, wir sind ganz gut dabei, hätte ich gesagt. Ja, bei mir kommen jetzt gerade hier so, jetzt kommen hier so ein paar Horden, die allmählich so anscheinend der Meinung sind, dass meine
meine Befriedungsaktion hier nicht ganz so geil ist. Aber das ist halt immer der Widerstand, auf den die Zivilisation trifft, wenn sie sich ausbreitet. Da muss man halt dann auch ab und an mit leben, sage ich mal. Hier, Kairos Schicksalsweber will hier ein bisschen Stress machen, glaube ich. Sehr schön. Das ist eine Karawane. Hallo, der Tador. Nee, Abtana. Bei der Storyline hier spawnen die Chaos-Dinger die ganze Zeit. Das ist das Chaos-Land. Und Hallöchen, Karibik-Fan, und hallo, der Tador. Und Hallöchen an alle. Dankeschön, Morschelhund, für die 7 Monate. Und ganz viel Spaß in meinem Stream weiterhin. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. So, ich wollte mir noch Essen bestellen. Ich wollte mir noch Essen bestellen. Was esse ich heute, Chat? Was esse ich heute? Ich muss, wie diese suche Mittagessen gerade, Clappy. Funktionieren werden, sobald du da alles erobert hast. Die dann da immer noch spawnen? Ich glaube, die spawnen trotzdem. Gemein. Dass sie deine Mühen nicht würdigen. Mein Chat schreibt, du bist gleich. Dein Chat schreibt, du bist gleich pleite. Bist du gleich pleite? Moment, das ist eine sehr gute Frage. Ich dachte eigentlich nicht. Weil gerade habe ich eigentlich mit der Karawane wieder ganz gut. Na halt, Moment. Geil, Skilltree. Nee, ich habe zwar. Ich habe minus 2000, aber ich habe 10.000 plus. Also habe 10.000 in der Bank. Soll ich dir ein bisschen Geld schicken? Nee, das passt schon. Bist du dir sicher? Ich sag Bescheid, wenn. Ja, aber ich sag Bescheid, wenn der Bankrott tatsächlich droht. Aber aktuell sehe ich das als Motivation, okay, mehr Oger zu töten. Ja, gut. Ja, wir haben uns ein bisschen ausgeweitet. Wir sind mittlerweile auf 217.000. Wow. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich aber auch ich bin nicht. Jetzt auch im Minus. Also, wenn meine Armeen nicht in den Toren drinnen stehen, wo die Kosten reduziert sind, sondern halt quasi ausgehoben, wo durch die Gegend rennen, bin ich auch auf minus 1.900. Ah, verstehe. Halloumi-Burger, geil. Das hole ich mir jetzt. Seit wann können die denn eine Karawane angreifen? Meine Karawane wird gerade einfach im Feld attackiert von drei normalen Armeen. Also nicht so ein Event oder sowas, sondern... Das geht schon immer. Zerdreist. Ja. Find das nicht okay? Die wipen jetzt einfach gerade meine Elite-Karawane, weil das drei Armeen sind. Drei ist schon hart. Aber ich, I guess, das ist der Rache. Der Rache. Das ist nicht mal Rache, das ist Zinch, dem habe ich überhaupt nichts getan. Das sind keine Oger oder so. Aus irgendeinem Grund sind hier drei Zinch-Armeen in dieser kleinen Nebentasche da, wo nur eine Nebensiedlung ist, der Himmelsmonolith. Da rücken gerade irgendwie 4 Zinch-Armeen rücken da an. Hallo Obi. Und machen hier so richtig Stress. So. Ah, die Risse sind wieder am Start gleich. Oder jetzt sogar schon. Gut, ich möchte... Wo ist mein Burger? Genau, wir wollen einmal den Halloumi-Burger. Mit... Röstzwiebeln. Mm. Dann wollen wir Country Potatoes oder Twisted Potatoes? Was sind denn Twisted Potatoes? Das sind gedrehte Pommes. Das so. Ist, die sind schon immer ziemlich geil. Die sind richtig geil, aber Country Potatoes, also Kartoffelecken mit Country-Gewürz, sind auch geil. Mein Chat sagt beides. Ich krieg doch nicht beides weg. Was ist denn mit euch? Dann wir heute mal. Und dann noch 6 Mozzarella-Sticks. Geil. Ich werde so schön satt werden heute. Das ist großartig. So. Ich habe tatsächlich vergessen, dass wir jetzt die
diese Gebäude bauen können, die Rifts schließen, also verhindern, dass sie kommen. Das habe ich ganz vergessen, jetzt habe ich überall noch blöde Risse in meinen Ogergebieten hier. Dreist. Wo sind die Risse denn überhaupt? Sind die überhaupt schon da? Ja. Ich sehe die gar nicht. Vielleicht hast du tatsächlich die Gebäude gebaut, dass sie bei dir nicht spawnen? Ach, hier ist ein Riss. Welches Gebäude war das denn? Dieses Schutzgebäude, das ist eine Verteidigungslinie. Himmelslaternen ausgucke. Ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt. Es hat so ein Fackelsymbol, warte kurz. Ja. Scheiße. Ich ausgucke. Ja, das verhindert, dass da Rifts spawnen. Ich habe die also überall bei dir brauchen gebaut, wir ja auch einen. Ja, das ist das Problem. Ich habe die überall gebaut, weil ich das damals noch was anderes gemacht hat und jetzt muss ich ewig weit laufen, um Verdammt. Zu dem zu kommen, den ich haben will. Silber, du willst ja Rifts, du musst ja, ja einmal rein. Ja, ich will rein, die alle, aber ich schicke meine Dings schon mal los. Also bei mir ist unten beim Schrein des Alchemisten einer, aber ist auch ewig weit weg von dir, da hast du gar nichts von. Wo sind denn noch welche? Hier ist einer. Beim Dorf des Mondes, ich bin schon auf dem Weg, das ist auch ein roter, das ist schön. Wobei das ja auch egal ist eigentlich, aber... Ja. So, die machen wir auch noch weg, die Armee. So, also du sollst... Ach, ich bin ein Idiot! Ich hab doch direkt neben mir einen gehabt. Ich hab ja in den Chaosgebieten auch überall welche. Ich bin an dem vorbeigelaufen. Stimmt. Jo, ich bin ein... Ja. Gut. Ja. Dann machen wir den einfach weg. Ja, da habe ich wirklich gewebert gerade, Chat, da habt ihr recht. Du solltest das nicht auch noch ermutigen, diesen Begriff. Doch. Der ist moralisch verwerflich, Pia, das weißt du auch. Und ja. Ich finde ihn nicht so verwerflich. Wow, das ist so. Ich finde den auch gleich noch weniger verwerflich, sobald ich Mozzarella-Stacks habe, weil dann bin ich sowieso einfach nur glücklich. Okay, kann ich jetzt nichts gegen sagen. Wir haben direkt neben uns so einen richtig geilen Laden, der Mini-Pancakes macht und liefert. Und der macht so richtig gute Mini-Pancakes. Der macht so gute Mini-Pancakes, dass ich mir gestern 2 volle Portionen der gleichen Mini-Pancakes bestellt habe. Ab und an muss man sich gönnen im Leben. Habe ich wirklich einfach eine Karawane verloren. Lina. So eine richtige Level 20, voll ausgebaute Superkarawane. Das ist hart. So eine richtig schlechte Loser-Karawane stattdessen los. Herzhafte glaube ich nicht, Mojo. Vor allem, warum ziehen? Warum tust du aber mir das an? Aber ich hole mir immer welche... ich kann nicht vorlesen. Der Chaosgott meiner Wahl. Du bist doch... Bin doch dein treuer Jünger. Warum gibst du mir so auf die Fresse? Was? Moment. Siedlung übertragen. Ich glaube tatsächlich auch, dass ich... Was wird denn das? Zinch ist gerade richtig so. Zinch hat meine Siedlung an Orks verschenkt. Die Schrottstadt gehört jetzt den Orks aus den Ländern der Finsternis. Das ist Warum? Bitter. Das ist bitter. Was wird denn das hier? Du Sack. Kairos. Ich glaube auch mittlerweile, dass ich schon einen persönlichen Bezug zu dem Laden habe, der die Mini-Pancakes schickt. Weil die hießen früher Winter-Special-Mini-Pancakes. Das waren 12 Mini-Pancakes mit Lotus-Biscuit-Sauce, weißer Schokolade, Apfel-Zimt und Locust-Biscuit-Topic. Und ich habe die so oft bestellt, während nicht Winter ist, dass sie jetzt umbenannt haben in Lotus-Crumble-Mini-Pancakes statt Winter-Special-Mini-Pancakes. So verändert man die Welt.
Ich find's wundervoll. Jetzt hat Zinch auch noch meine Armeen angehalten. Für diese Runde. Was also? Der ist richtig, der hat richtig... Sollen wir Zinch töten für dich? Ja, also ich muss da auf jeden Fall Rache nehmen. So ein bisschen. Das geht ja nicht. Was der sich hier rausnimmt. So, wo ist denn meine Armee? Jawohl. Marschiert da mal bitte weiter. Noch ein bisschen weiter. Jawohl, wir sind fast dort. Und wir schließen einmal das Tor hier. Das ist ein knapper Sieg. Gut. Die Torarmeen werden immer stärker tatsächlich. Ja, aber krass, hätte ich jetzt so nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Ich auch nicht, tatsächlich. Aber ich finde das ganz cool, dass ich diese ganzen Gebiete jetzt hier habe, weil jetzt meine Armeen da draußen einfach chillen können und keinen Verschleiß bekommen. Ach, guck mal, und hier können wir noch mehr Gebäude bauen. Er plündert hier immer wieder diese Siedlung, aber nimmt sie nicht ein. Ich verstehe nicht, was er hier will. Ich glaube, der ist einfach ein bisschen so ein Sadist. Sie waren davor auch schon ganzjährig bestellbar, aber sie hatten halt diesen ganz klaren winterbezogenen Namen. Ah, jetzt können wir uns wieder aufbauen, Freiheit. Ja, der Dude hat mich letztlich mit meinem Namen begrüßt, ja. Also deswegen glaube ich auch, dass sie das deswegen gemacht haben, weil der Lieferant letztens uns ein schönes Wochenende gewünscht hat und gefragt hat, ob es uns gut geht. Weil ich doch ein bisschen öfter... schon ein bisschen öfter dort Mini-Pancakes bestellt habe. Es schuft wieder. Und er will schon wieder Stress. Aber ich hab's ihm, glaube ich, ausgeredet. So. Ich werde tatsächlich Armeen zusammenziehen müssen hier, um diese Chaos-Armeen. Alles klar, Mighty Pirate. Vier Chaos-Armeen. So, gehen wir ins Land des Seuchenherrschers oder betreten wir die Domäne des Blutgottes? Ich glaube, Nörgel ist das nervigste von den Reichen, die du noch hast. Korn ist so ein bisschen, da metzelst du dich halt durch. Ich glaube, da wirst du Spaß mit haben. Dann nehmen wir Blut. Achtung, Sequenz. Die Domäne des Blutgottes. Auf diesem blutüberströmten Boden treffen dämonische Armeen in einem Gladiatorenkampf unendlichen Gemetzels aufeinander. Kämpft euch durch diesen brodelnden Kessel des Krieges bis zur Messing-Zitadelle. Dort werdet ihr auf den Hüter treffen, den bevorzugten Dämonenprinzen des Korn. Tötet ihn und holt euch seine Seele. Die Messing-Zitadelle. Die versucht auch nur so cool zu sein wie die Spandauer Zitadelle. Oh, jetzt wird hier richtig Shade geworfen. So, was müssen wir tun? Okay, ich muss irgendwie hier hinkommen. Du musst diese rote Leiste über deine Armee füllen, indem du einfach andere niedermetzelst. Also wenn du genug niedergemetzelt hast, dann kannst du zur Zitadelle und da kämpfen. Das ist alles? Ja. Aber es geben diese Armeen respawnen teilweise recht schnell wieder und greifen dich auch von sich aus an. Du musst ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht zu sehr manövriert in eine Schlacht nach der anderen. Aber gleichzeitig willst du auch natürlich relativ viele Schlachten haben. Oh, okay, das klingt spannend. Ich bin gespannt. Das klingt spannend, ich bin gespannt. Wie will sie? So, was mich daran erinnert, dass ich ja auch wieder unbedingt eine Karawane haben möchte. Aber meine Karawanen sind alle eher am Arsch.
So, ich kann eine neue Karawane rekrutieren. Das trifft mich immer noch, dass ich hatte so eine schöne Karawane und sie ist halt von in diese drei Zinich-Armeen auf dem Rückweg reingelaufen, mit viel Geld beladen. Jetzt ist sie weg. Das schmerzt. Also von dem, was ich sehe, sind die aber alle, also diese Strecken alle immer noch ziemlich hart am Arsch, ne? Ja, komischerweise, obwohl ich echt viele Oger getötet habe hier. Also ich habe die Felder mit ihrem Blut gedüngt und ist immer noch alles irgendwie gefährlich. Ich weiß gar nicht, möglicherweise am Ende wird sich rausstellen, das hat spielmechanisch gar keinen Einfluss, ob hier Oger-Fraktionen sind. Und ich habe all dieses Blut umsonst vergossen. Aber daran denke ich jetzt nicht. Das wäre nicht unwahrscheinlich. Das ist total unwahrscheinlich. Das ist quasi unmöglich. Es wäre ja alles umsonst gewesen sonst. Und all die Verbrechen, die ich begangen habe, hätten sich... Das sind ja keine Verbrechen, wenn du Oger tötest. Ja, das stimmt auch wieder. Das ist gut. Du defensive Verteidigung. Ja, das ist vollkommen recht. Ted sagt, hat keinen Einfluss. Welp! Verdammt! Verdammt! Mein Lebenswerk ist dahin! Ja, siehst du, hättest du dir mal ein sinnvolles Lebenswerk rausgesucht, für das Vater dich wirklich liebt. Ja, oh nein! Oh nein, will ich mich nie respektieren! Nein! Nein! Vater, warum? Mein Chat sagt einfache Landschaftsgestaltung, ja. Ja. Aber Vater, siehe doch all diese toten Oger. Ich habe sie alle für dich getötet. Hey, sei froh, sei froh, dass es keine fucking Orks sind. So keine Grünhäute heute, dann würden die alle neu spawnen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich glaube, ich sollte nicht automatisch fighten, oder? In dem Kornreich, weil ich da zu viel Leben verliere. Kommt drauf an, was zeigt ihr denn an als... Hat mir nichts angezeigt gehabt, aber mir ist es gerade aufgefallen, dass es halt schon ein bisschen Aui war. Das kann tatsächlich sein. Ein bisschen was geplündert. In die Kriegskasse. Wir wollen uns eher erholen gerade. Wegrennen, wenn wir ihn hier angreifen. Und hat niedrige Verluste auch. Die mir da angezeigt werden. Oh, er rennt nicht weg. Ha, ein weiterer Oger fällt uns anheim. Imperator, euer Sohn schickt schon wieder eine Ladung Biomüll. Er soll das lassen, das stinkt. Mein Chat schreibt gerade, Imperator, euer Sohn schickt schon wieder eine Ladung Biomüll. Er soll das lassen, es stinkt. Mein Vater weiß zu schätzen, was ich tue für das Kaiserreich. Muss er doch! Wie kann er es nicht? Seht all diese toten Oger! Das Reich ist so viel sicherer als davor! Nun. Es kann gar nicht anders sein! Ja. Ich drück dir die Daumen. Meine Mühen!
Sie können doch nicht umsonst gewesen sein. Naja. Also ich würde sagen, Kinder, die ihre, die Erwartungen ihrer Eltern enttäuschen, gibt es echt viele. Was willst du damit sagen? Nichts. Biomüll ist was Schönes. Kann man zum Kompostieren benutzen. Ja, eben. So haben selbst die Oger noch einen Zweck. Ah, große Bastion, das passt auch immer noch. Die ist am Laden, aber die wird da wahrscheinlich trotzdem gleich eher zu strugglen haben mit zwei Armeen. Ich will da immer noch keinen Außenposten bauen. Danke, Spiel. Das wollen wir auch nicht und fertig. Ist halt die Frage, liegt das an den Kindern oder an den Erwartungen der Eltern? Ich würde sagen, in der Regel liegt das an der Erwartung der Eltern. Absolut. Die Eltern sind schlimm. Aber hier vielleicht auch ein wenig etwas die Korruption irgendwie zu weit gehen lassen. Vergessen habe, dass der Held hier auch mal was machen soll. Ja. Erst noch ein bisschen aufheilen. Die wird noch ein bisschen brauchen, glaube ich. Gin für in Österreich Wehrpflicht oder wie? Celestial Ancestors. Dankeschön, MP Killer. Mit denen bin ich nicht im Krieg mit diesen Orks. Vielen, hier. Vielen lieben Dank. Den ziehe ich mal. Danke, danke, danke schön für den Resub. Das ist ja dreist. Ui. Fängt auch eine aufregende neue Zeit an. Oh, die sind richtig stark. Die haben 13 Siedlungen. Also nicht so stark wie wir, aber... Haha, Blade Wolf, sorry. Aber jetzt gerade kein sinnvoller Krieg, wenn ich hier erklären sollte. Dann lass mal lieber... durchgehen. Einfach alles töten, was es hier gibt. Einfach alles töten. Gerade habe ich eine Meldung bekommen, der Drachenkaiser ist zufrieden. Hatte irgendwas mit der Bastion zu tun, aber ich nehme das jetzt auch einfach mal für mich als Belohnung meiner Mühen gegen die Oger. Eindeutig. Hast du jetzt meine Aufgabe, die ich mir da gemacht habe, indem ich wirklich das ganze Chaos schon wieder vernichtet habe, einfach als Belohnung für dich selbst gewertet? Ich habe die Nachricht bekommen, der Drachenkaiser ist zufrieden. Ich finde das gut. Ich mag es, wenn der Drachenkaiser zufrieden ist. Und warum sollte ich das jetzt irgendwie, ne? Also... Gut. Ja. Good job. Gemeinsam haben wir da viel bewirkt. Du und ich. Danke für Bruder den Bruder und Schwester. Digga, du hast nichts getan. Das ist gar nicht wahr. Ich habe so viel getan. Hallo an alle von Tinker. Vielen lieben Dank für den Raid. Kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel. Und Hallöchen an alle. Was habt ihr gemacht? Ein wunderschön. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Stream. Maurice und ich spielen gerade Total War Warhammer 3. Wir sind relativ weit fortgeschritten schon in unserer Kampagne. Wir spielen Cathay. Tatsächlich sind wir lore-bedingt Geschwister. Er ist mein kleiner Bruder.
Und auch ein bisschen die Enttäuschung unseres Vaters. Ich bin die mächtige, reiche, ältere Schwester. Und ich versuche gerade, Seelen der Chaos-Dämonen Prinzen zu klauen. Gekocht mit ihrer kleinen Schwester. Oh, das klingt sehr, sehr cool. Was gab's? Ich habe gerade Essen bestellt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass mein bestelltes Essen nicht so geil schmecken wird, wie das, was Tinka gekocht hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, wenn ich erstmal gehört habe, was ihr gekocht habt, dann. Du hast Pia den Rücken freigeschaltet und sie vor den Ogern beschützt, wird bei mir gesagt. Ja, genau, genau. Die wären ja wie eine Horde über uns hergefallen, wenn ich hier nicht die ganze Zeit. Naja, ich weiß ja nicht. Also eindeutig, quasi. The Celestial Empire ever improves. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Musst du ja auch nicht, dafür bin ich ja da, das so zu sagen. Halloumi auf Ofengemüse mit Spare Ribs, Alter, das klingt mega geil. Dankeschön, Simonius, für die 10 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin, dankeschön. Dankeschön. So. Ja, während du dir weiter selber auf die Schultern klopfst, werde ich Korn verprügeln. Sehr gut. 74 Monate, the fuck. Vielen lieben Dank. Danke, 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 danke schön. Und willkommen zurück bei den Eumeln. Vielen lieben Dank. Also wir sind auf jeden Fall bald fertig mit dem Blutlevel, das ich erreichen muss. Das ist ganz cool. So, was haben wir hier? Da sind schon wieder neue Leute gespawnt, ey. Das ist insane. Die sind immer wieder, ja genau. Das ist quasi, die kommen andauernd. Die hören doch nicht auf. Auch in was für einer Geschwindigkeit die wieder spawnen. Aber andererseits ist es halt auch eine unendliche Gelddruckmaschine, ne? Ich bin halt reich. Aber du warst ja auch davor schon reich, muss man der Fairness sagen. Das stimmt. Ich war auch davor schon reich. Ich bin einfach weiterhin reich. Das ist ja auch nicht das Schlechteste auf der Welt. Ich habe die Eindringlinge schon wieder zerstört. Ja, und der Drachenkaiser ist zufrieden. Das ist gut. Ui, mein Chat schreibt gerade, bevor du nur sinnlos Leute abschlachtest wie ein anderer jemand, am Rande der Domäne kannst du Kornwaffen klauen. Die bleiben aber, glaube ich, nicht ewig. Ich glaube, ich weiß, es gibt irgendeine, die verliert man irgendwann wieder. Ich weiß noch nicht mehr, was genau die Bedingung dafür ist. Aber zumindest sie kurz zu haben, ist doch auch geil. Das stimmt. Hallo Mangatendo. Mein Chat fragt gerade, ob ich dir Geld schenken kann. Brauchst du Geld? Nö, ich habe 10.000 und bin im Plus. Lunatic. Also im Plus im Sinne von plus 50 oder sowas? Gäbe es ein Investment, das du sinnvoll machen könntest? Oh, mein Essen ist da. Überlege es dir, während ich mein Essen... Jawohl. Dann muss ich euch jetzt ja bald beide Chats unterhalten, ne? Das ist natürlich auch noch so ein Ding, ne? Hallo, lieber Pia-Chat, was geht ab? Ich sehe gerade, Unicorn Mojo hat ein Abo verschenkt. Das ist sehr, sehr lobenswert. Und beide Chats haben gerade überlegt, beziehungsweise gesagt, dass man die Waffe verliert, wenn man ins nächste Chaosreich geht. Stimmt. Also man hat sie ein bisschen. Das passt ja dann auch. Und auch Digimon, vielen Dank für 16 Monate bei Shurioka und Balma Peak für 10 Monate. Ich bedanke mich sehr für eure Treue.
Und Chira sagt, hallo Maurice, ich grüße dich zurück. Was geht ab bei euch? Da ist Pia wieder. Dankeschön, Mojo, für den verschenkten Sub und Balmerk für die 10 Monate und Digimon für die 16 Monate und The Real Seraphim nochmal. Vielen lieben Dank. Dankeschön. So. Also es gibt natürlich schon Investments, die man tätigen könnte, um diese eroberten Ogre-Gebiete auszubauen, wenn deine Staatskasse flüssig ist gerade. Ich habe 223.000. Wie viel Geld brauchst du? Wie viel würdest du dich denn trennen wollen, um dich immer noch reich fühlen zu können? Gib dir die Hälfte. Oh, das ist geil. dann wird jetzt diese Lande zivilisieren, Leute, wie sie es noch nie gesehen haben. So, jetzt geht's aber ab. Zahlung anbieten. Kleines Geschenk. Ich kann nicht x Summen geben. Das ist ja ärgerlich. Aber ich kann dir mit einem Schlag 24.000 geben. Ja, das ist doch was. Dann probieren wir die nächste Runde nochmal mit 24.000. Jawohl. So, hier, Verhandlungen ausstehend. Geil. Dann werden jetzt diese Ogerlande, diese traurigen, werden jetzt modernisiert, wie man sich's nicht vorstellen kann. So, dann wollen wir hier Wachstum natürlich in diesen traurigen Gebieten, weil hier passiert ja quasi nichts. Ist ja alles richtig traurig hier. Aber jetzt gibt's Ogerwillenparks, Lustschlösser und Statuen. Ja, die werden jetzt mal sehen. Jetzt werden sie mal sehen, dass das alles seinen Sinn hatte, was wir hier gemacht haben. Und es wird tatsächlich hier einfach. Also ich bringe ihn jetzt, also weißt du, die Römer, ne, erst kommen sie und metzeln alles nieder und so, ist ein bisschen traurig und so, aber dann bauen sie dir halt eine Therme in die Stadt. Und dann denkst du, ach okay, vielleicht war das ja gar nicht so schlimm alles. Und das ist jetzt die Phase, in der wir sind. Jetzt werden hier Thermen gebaut im Ogerland. Ich glaube, das hat ein bisschen anders funktioniert. Nee, es hat genau so funktioniert. Okay. Das, also bin ich mir jetzt relativ sicher eigentlich. Das wäre sonst so... Ja, schon, glaube ich. Ich habe einen kleinen Denkfehler gemacht. Ich habe vergessen, dass wenn ich einen Riss nutze, um wohin zu kommen, der Riss nicht automatisch verschwindet danach. Oh, stimmt, ja. Weswegen ein ziemlich großes Gebiet in meinem Reich jetzt dunkel ist. Ich habe auch eins vergessen. Ich habe den Held dahin geschickt und dann nicht mit dran gedacht, auch noch drauf zu klicken, dass er bitte das Portal schließen soll. Ich fühle das Problem. Ich schicke schon mal meine Armee dorthin, weil meine Armee, also ich kann es nicht mehr mit einem Helden machen, da ist jetzt schon eine Armee da. Ah, verdammt. Ja. Du kannst ja immer noch mit dem Helden das Portal schließen, das geht immer noch. Ja, aber ich muss die Armee sowieso töten. Das stimmt, ja. Maurice versklavt die restlichen Überlebenden für den Luxus von Cathay zu stehlen. Ja. Ja. Aber ich meine, die örtliche Bevölkerung kriegt ja dann auch was von dem Luxus ab. Also die können ja dann auch sich die Therme mal aus der Ferne angucken und sehen, dass das ganz cool ist, was wir da gebaut haben. Und sehen, was sie hätten, wenn sie woanders geboren wären. Ja, genau. Super. Genau. Ja. Ich bin gleich wieder da, Moment. Sie haben sich ja auch entschieden, Ogre zu sein. Also, ich verstehe immer diese moralischen Spitzen hier gar nicht, wo ich doch für alle nur das Beste will. Also, ich schaffe eine bessere Welt. Niemand kennt es an, ich finde das nicht okay. Niemand muss Ogre sein, genau. Ja, wie Mandrak schreibt, Trickle-Down-Luxus, da spritzt sicher mal ein bisschen Wasser aus den Thermen, die der Pöbel dann gratis auflecken darf. Genau.
Ich komme zurück, gut. Ich höre diese Sätze, ich muss schmunzeln. Willkommen, willkommen. Das erinnert mich ein bisschen an meinen Crusader Kings 3 Spielstand. Wir müssen wieder Crusader Kings 3 zusammenspielen. Das stimmt, das ist sehr richtig. Was spricht eigentlich gegen einen ganz, also ganz banal gesagt, gegen einen gemeinsamen Crusader Kings 3 Run an Freitagen? Gar nichts. Das wäre also, doch auch einfach Weltklasse. Also, das stimmt. Ich habe schon so lange nicht mehr wirklich lange zusammen mit einer anderen Person Crusader Kings 3 gespielt. Und das, da hätte ich auch wieder richtig Bock drauf. Jetzt kommt ja jetzt auch ein neues DLC, ne? Ja, den habe ich auch schon für ein Ränkespiel ins Auge gefasst. Oh. Weil Spanien, es gibt ja richtig, da gibt es jetzt richtig eine Mechanik, so Ringen um die Vorherrschaft in Spanien zwischen den verschiedenen Religionen und so. Ich glaube, da kann man lustige Sachen mitmachen. Aber in der Tat, auch ein ganz normaler gemeinsamer Run. Manchmal sind die einfachen Antworten halt dann auch die besten. Mhm. So sehe ich das nämlich auch. Ja. Leute, ich habe über Pancakes gesprochen. Ich habe aber keine Pancakes bestellt. Bevor ihr also Panik bekommt, ich esse gerade keine Lotus-weiße Schokoladen-Pancakes mit süßem Senf von Ketchup. Ich habe mir Burger bestellt. Das wäre ja widerlich. Naja, man darf doch auch mal sich Pancakes gönnen. Ja, aber nicht mit Ketchup und Senf. Ja gut, das ist korrekt. Naja, es gibt ja auch Leute, die Pizza Hawaii essen, ne? Also Pizza Hawaii ist um einiges humaner als süße Schokolade und Ketchup. Ja, okay, als weiße Schokolade. Weiße, süße Schokolade und Ketchup. Da siehst du aber auch mal, wie weit man gehen muss, um Pizza Hawaii in Ordnung zu machen, ne? Dankeschön, Volltree, für die 5 Monate. Wenn das dann der Maßstab ist, und dann da sagt man, okay, jetzt passt's. So, ist immerhin nicht so schlimm wie das. So, Kairos, du hast dich jetzt hier richtig verrannt. Das wird jetzt lustig. Also diese Runde kriege ich ihn noch nicht, aber... Ui, das ist jetzt schon ein knapper Sieg. Okay, ich habe jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, theoretisch gesehen genug, um in die Mitte zu gehen. Mein Dings ist voll. Aber ich hole mir jetzt noch so eine Waffe, weil die bekomme ich wohl, bis ich das Reich verlasse. Und vielleicht brauche ich das. Bis zum nächsten Chaos Reich sogar. Bis du das nächste Mal wieder reingehst. Mm. Dann will ich das auf jeden Fall haben. Habe ich wieder die Pizza Hawaii-Befürworter aus ihren Löchern getrieben bei mir. Das ist ganz, ganz schlimm hier. Ihr werdet mich eh nicht überzeugt kriegen. Es ist alles ein komisches Zeugs. Ein komisches Zeugs. Das finde ich auch eine schöne Beschreibung. Also ich finde, Pizza Hawaii ist die Definition von komischem Zeugs. Kalle ist Spaghetti mit Ketchup und Käse überbacken. Und das finde ich auch schon einfach nur widerlich. Nee, das klingt geil. Warum nicht einfach schnell eine Tomatensauce machen? Warum Ketchup? Männer sind manchmal einfache Geschöpfe, Pia. Und eine Tomatensauce ist unfassbar einfach. Ja, aber Ketchup ist noch einfacher. Nein, weil du kannst dir sogar fertige Tomatensoßen in einem fucking Glas von Barilla kaufen. Ja gut, das stimmt. Dann, Kalle, tut mir leid, ich habe alles getan, dich zu verteidigen. Mehr habe ich jetzt auch nicht. Aber trotzdem, Spaghetti mit irgendetwas Tomatigem und Käse überbacken klingt schon geil. Tomatenketchup hat viel zu viel Zucker, um es mit Nudeln zu essen. Ja, ich fürchte, du hast ein bisschen recht. Ich wäre jetzt eigentlich gern weiter hier auf Kalles Seite, aber nee, du hast schon recht, dein kulinarischer Feinsinn setzt sich hier offensichtlich gerade durch. Ketchup ist keine Tomatensauce, definitiv nicht. Ketchup ist Zucker mit Tomaten.
Ja, tatsächlich sind Nudeln mit Zucker und Zimt auch geil. Aber Nudeln mit Zucker und Zimt, sogar wenn sie so heiß sind, haben immer noch weniger Zucker als Nudeln mit Ketchup. Ja, also es ist schon richtig. Also wenn man sich einfach so eine Fertig-Tomatensoße ist ja absolut schon existent als Konzept. Das heißt, gebe ich dir recht, könnte man auch einfach so machen. Jetzt müssen wir hier Kairos irgendwie abfangen, was ein bisschen nervig ist. Jetzt posten mir die Leute Zitate von Definitionen, die bestätigen, dass Ketchup eine Soße ist. Oh, okay. Ich leugne das. Das ist natürlich auch etwas, das man tun kann. Ich leugne das. Ihr könnt mich nicht zwingen, Tomatenketchup als Soße anzuerkennen. Das ist ein Akt der Gewalt. Das ist eine neue Form von Backseat Gaming auch, dass sie dir kulinarische Definitionen geben wollen. Naja, to be fair, wenn ich eine Falschaussage tätige, ist das ja schon in Ordnung, dass sie mich halt korrigieren, aber hier stehe ich zu meiner Falschaussage. Ketchup mit Nudeln ist einfach widerlich. Aber wie ist das, also, wie schief hängt der Haussegen dann bei euch, wenn Kalle weiter darauf besteht, das zu tun? Weil du hast ihn ja offensichtlich, obwohl das widerlich ist, noch nicht davon abgebracht bislang. Naja, man muss halt sagen, ich muss auch den Menschen in meinem Leben, die ich liebe, die Freiheit zu ihren eigenen Fehlern und Sünden geben. Das stimmt natürlich, ja. Ogervolk rebelliert immer wieder gegen mich. Obwohl ich hier so schöne Thermen baue, sind die irgendwie immer noch der Meinung, dass sie es mir nicht danken sollten. Barilla hat 4 Gramm Zucker. Mein Ketchup hat 11 Gramm pro 100 Gramm. So groß ist der Unterschied nicht. Das ist fast das Dreifache. Wie so groß ist der Unterschied nicht? Das ist fast das Dreifache an Zucker. Ja, also Pia, jetzt muss auch nicht so, Zahlen sind ja auch, also. The North must be defended. Da ziehe ich mir schon wieder eine Karawane weggesnackt. So richtig mit diesem Teleport-Hinterhalt geht der rein. Das ist wirklich allmählich echt eine Beleidigung, was der hier tut. Wir müssen jetzt ja echt mal hier gegen vorgehen, das geht doch nicht. Und hier ist auch noch jetzt ein Oger. Das gibt's doch nicht. Alle lehnen sie sich auf gegen mich, ohne Grund. Ich will hier nur ein bisschen Zivilisation bringen. Also ganz ehrlich, Leute, ich würde euch einfach raten, euch eine Tube passierte Tomaten zu holen und ein geiles Gewürz. Kann nur eine fertige Gewürzmischung sein. Und dann einfach wirklich selber eine Tomatensauce aufzukochen. Eine frische Zwiebel, ein bisschen passierte Tomaten, ein bisschen Gewürz. Und wenn du noch ein bisschen mehr drinnen haben möchtest, dann hol dir zum Beispiel noch, wenn du faul bist, hol dir noch geschnittene Karotten, die aus der Gefrierabteilung, die du einfach so gefroren in dein Gefrierdings packen kannst und dann für sowas auftauen kannst. Damit hast du quasi keinen Aufwand. Und dann hast du innerhalb von 5 Minuten hast du eine selbstgemachte Tomatensauce mit Karotten drin. Geil.
Ja, aber 5 Minuten, Pia, ist immer noch 5 Minuten mehr, als wenn du einfach Ketchup drüber kippst. Ja, aber man ist auch ein bisschen das, was man ist. Ja, das stimmt. Aber jetzt, wenn wir das jetzt mal weiterspinnen, man isst, was man isst. Kalle isst also Ketchup auf Nudeln und du bist zusammen mit Ketchup auf Nudeln dann in dieser weiteren Metapher. Was bist du dann? Blind vor Liebe? Ja, gut. Das ist doch auch schön romantisch, ne? Dass du selbst etwas, das dich offensichtlich mit so viel Widerwillen erfüllt, ja, du siehst blind vor Liebe drüber hinweg. Das ist doch auch schön irgendwo. Mein Chat schreibt, jetzt haben wir es. Ketchup macht blind. Oh, ich darf übrigens gerade, ab jetzt darf ich es auch offiziell machen, dass wir nun beide als Urlaubsvertretungen bei Henno erschienen sind. Heute ist mein Video gerade rausgekommen. Oh. Und weil ich sowohl meine Leute als auch ihn natürlich gerne ein bisschen trolle, habe ich Siedler 7 gespielt. Nein. Doch, und das natürlich. Hat er trotzdem hochgeladen? Es hat er trotzdem hoch. Ja, er ist ja noch viel schlimmer. Er wollte, dass ich Siedler 5 spiele. Er ist ja noch viel schlimmer. Ich habe ja die Leute noch geschont. Und war nett. Aber es gibt halt auch irgendwo Grenzen, ne? Und ich glaube natürlich, der moralische Eindruck, den wir beide machen, ist natürlich, das ist jetzt sehr, sehr, sehr große Diskrepanz. Du bist einfach lieb und nett, präsentierst ein schönes Aufbauspiel, spielst dann bei dir weiter und ich gehe einfach rein, ey Leute, ich mach euch einfach mal richtig aggressiv 2 Stunden lang. Aber seien wir ehrlich, der gute Mann wusste auch, worauf er sich einlässt, als er mich da gefragt hat. Der weiß ja, wie der Hase läuft, ist ja nicht sein erster Tag in der Gaming-Industrie, ne? Also, das hat er sich schon auch aufgeladen, so ein bisschen. Da muss jetzt sein Publikum auch mal durch. Um mal was Positives vorzulesen für dich, Maurice. Jawohl. Mr. Jubal schreibt, die Shuyoka und Maurice Streams sind so gold, bin echt happy, dass er Twitch gefunden hat nach all den Jahren. Oh, das ist also, unsere gemeinsamen Streams sind auch wirklich gold, finde ich. Da freue ich mich immer wieder drauf. Das ist immer wieder ein Fest. Ja. Selbst wenn wir dann irgendwie über das Elfen-Schwangerschaftskatapult reden. Ist doch auch schön. Ist doch auch schön, ja. Aber ich sehe auch, sie reden bei dir immer noch über die Ketchup-Geschichte. Ja, klar. Ich lese auch mit, um zu gucken, wenn ich bannen muss. Man kann sich auch Tomatensauce im Glas holen, schreibt Kampffrosch bei mir. Hackfleisch vielleicht, das würde geschmacklich passen. Es kommen hier verschiedenste Tipps, aber Pia ist ja, bist du vegetarisch oder vegan? Ich weiß es gar nicht. Vegetarisch. Ah ja, genau. Also Hackfleisch nicht, aber es gibt ja auch Hackfleisch-Alternativen inzwischen. Mhm. Aber es gibt natürlich viele Optionen, die kein Ketchup sind. Das ist natürlich, also das können wir schon, kann ich nicht in Abrede stellen. Das ist wahr, objektiv. Die auch nicht viel Aufwand kosten. Das ist durchaus korrekt. Dankeschön, sehr Leon, für die 3 Monate. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Und Dankeschön, Sagittarius. Boah, da ist jetzt jemand in meinem Chat, hat jetzt einen Sub bekommen, der Nudeln mit Ketchup heißt. Ich fühle mich persönlich angegriffen. Das ist wundervoll. Dankeschön. Das ist, ich mag, also. Kriegen wir jemanden mit Ananas-Pizza, der einen Sub bei Maurice kriegt? Was? Wie, also, warum das denn? Nur weil ich das jetzt gerade lustig fand? Und, ja. Und, also, das ist ja wirklich hier. Auf jeden Fall. Also, warum? Was habe ich verdient? Wie habe ich das verdient? Das ist ja schlimmer als die Rebellionen, die hier im Spiel passieren von Zinch. The Storm Dragon.
So, aber inzwischen sind immerhin die Finanzen hier auch alle wieder geklärt. Halt da, das müssen wir ausstampfen hier, diese komische Zinich-Enklave da oben. Leute, versteht mich nicht falsch. Ich esse Ketchup. Ich esse jetzt gerade Ketchup. Ich finde nur Ketchup mit Nudeln zusammen ekelhaft. Ich finde Zucker auch nicht. Also ich boykottiere auch keinen Zucker. Meine Ernährung ist eine komplette Katastrophe. Ich will so nicht in meinen Nudeln. Ich hätte jetzt gedacht, dass deine Ernährung zumindest okay ist. Boah. Irgendwie. So von allem, was ich von dir als Mensch so weiß. Boah, nee. Hätte ich jetzt, okay. Also, man darf nicht vergessen, nur weil man einen moralisch gesunden Kompass hat oder versucht, auf Fleisch zu verzichten, macht das die Ernährung noch lange nicht gesund. Es gibt sehr viel moralisch nicht verwerfliches Essen, das nicht Fleisch ist und das sehr ungesund ist. Das stimmt natürlich. Und ich finde alles. Das stimmt natürlich. Ich glaube, der Bonjour Maurice nennt es auch gerne. Ich glaube, es gibt auch diesen Begriff Pudding-Veganer, so bezeichnet er sich selbst. Was ist ein Pudding-Veganer? Veganer, die auch trotzdem fett und rund werden wollen. So nennt er es selbst. Das ist seine Definition. Er ist offensichtlich nicht fett und rund, aber er hat wohl Ambitionen, es zu werden. Und trotzdem Veganer zu bleiben. Aber das ist der falsche Sub. Der muss Ritten doch sind auch vegan, wird gerade bei mir geschrieben. Und es ist so perfekt, ein Mensch, der offensichtlich aus deiner Community kommt, aber auch Lucky bei mir schon von Anfang an dabei ist, der Bärtiger Eumel heißt. Großartig. Hat dem User Ananas Pizza ein Abo geschenkt. Das, den ja, hast klasse. Du offensichtlich eingeschleust bei mir. Ja, ganz gut. Am Anfang dieses Kanals. Genau für solche, so ein Sleeper Agent, der dann erwacht, wenn du sagst, jetzt brauchen wir mal eine Aktion. Ich muss sagen, also ja, ich wünschte, ich wäre so ein gutes Evil-Genie. Aber wenn ich so ein krasses Evil-Genie wäre, würde ich doch hoffen, dass es in meiner heimlichen Sleeper-Agent-Aktion zumindest noch dafür reicht, einen besseren Inkognito-Namen zu nutzen als Bärtiger Eumel aus einer Community, bei der die Frau, die ihre Zuschauer als Eumel betitelt. Ja, das stimmt. Das ist, ja, gebe ich dir recht. Das, was ja, natürlich ist richtig. Seine Erfolgsmöglichkeiten hier gerade nicht schmälert und ich bin sehr stolz. Aber nee, nee, also, es ist nicht unbedingt ein Sleeper. Das stimmt, ein Sleeper ist vielleicht die falsche Definition. Es ist eher ein Wappenträger. Ja, ein Standartenträger, richtig, der sehr offensichtlich. Ich bin frontal gar nicht hier, ich trage hier nur durch Zufall ein Eumelwappen durch die Gegend. Ja. Das steht hier nur. Ja, ja. Ja, jetzt kommt er mir auch noch mit dem Yoka Devil Emote an, um sich zu suhlen in seinem Erfolg. Aber ich habe gehört, du willst deine Emotes ändern, oder? Ja. Wie kommt's? Ich bin ja ein großer Fan eigentlich von deinen Emotes. Weil ich die schon, also ich habe die halt schon sehr viele Jahre und es dürstet mich nach ein bisschen Abwechslung und ich hätte gerne Eumel Emotes. Also ich werde quasi die einzelnen Emotes von den Namen und dem, was sie haben, möchte ich nicht weghaben, aber ich möchte sie gerne durch Eumel ersetzen. Kleine, süße Eumel mit unterschiedlichen Augenfarben. Das ist legitim, das kann ich verstehen. Das, und die werden richtig cute werden. Ich bin sehr gespannt drauf. Ja, Luna ja macht die, also die müssen großartig werden. Luna macht alles großartig, was sie bis jetzt gemacht hat. Ach, die gleiche wie dein Discord-Bild und so alles. Genau, die meine Thumbnails und alles gut macht. Yes, yes. Ah. Das ist auch einfach darin entstanden, also sie hat sehr, sehr viel Fan, also einfach so, wie heißt das, Fanart zu mir gezeichnet. Mhm. Und das über einen so langen Zeitraum hinweg, dass ich irgendwann gesagt habe, so, und jetzt setze ich sie so viel mit Arbeit voll, dass ich sie fast schon Vollzeit anstellen könnte. And now we are here. Voll gut. No. So, hier sind wir in irgendeiner Blutarena. Was für ein geiles Schlachtfeld. Das sieht Weltklasse aus. Alter, ich dachte gerade, es wäre irgendwie eine Stadt, aber es ist gar keine Stadt. Es ist einfach nur ein Korn-Amphitheater, wo Leute zum Schlachten aufeinander geworfen werden. Jawohl. Und unser Versuch ist es, niemanden hier zu töten. Von meinen Einheiten. Jawohl. Schaffen wir das? Das ist ja die Definition von dem, wie Korn-Schlachten funktionieren. Niemand stirbt. Es fühlt sich sarkastisch an, wenn du das so sagst. Ich war in meinem Leben noch nie sarkastisch, Pia.
Das fühlt sich auch sarkastisch an, wenn du das sagst. Ja, da kann ich dir jetzt auch nicht mehr helfen. Also da weiß ich jetzt auch nicht, was ich noch machen soll. So, ich tue vielleicht die Terrakotta-Wache nach rechts, wenn deine Heldin links ist. Ich sehe, wir haben wunderbar viel Artillerie. Ja, immer. Immer, immer. Ich gebe dir noch eine Heldin. Jawohl. Die kann da vorne noch mitdingsen. Gut. Sind wir bereit? Jawohl. Follow my commands precisely and without hesitation. Then victory is assured. Ach, das ist eine Blutfontäne. Ja. Junge. Junge, das ist viel Blut. Ja. Jut. Dankeschön, Daniel, für die 16 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Ja, Dankeschön, Dankeschön. Die wegballern. Man hat ach, auch die so können komische... auch durchs Blut gehen. Oh, das hatte ich jetzt auch nicht gedacht. Oh, dann, Die haben eine Kriegshydra. Jetzt sehen wir, wie die Kriegshydren aussehen werden in Warhammer 3 von den Dunkelelfen. Und einen wilden Karnosaurier, guck, wie geil die aussehen. Oh mein Gott, ich möchte mein Morati-Baby zurück. Oh, wir müssen wieder Morati spielen, Kinders. So, sie wollen uns da oben in den Rücken fallen. Aber ich hab's hier ganz gut. Warum gehen die nach vorne? Was war denn das jetzt hier? UTF. Oh, da kommt einiges an. Mhm. Oh, die haben hier Haufen. Oh Gott, dass ich auf diese Terrakotta-Wache allein das schaffen wird. Huiuiui. Ich steck da gleich meine Dings rein. Alter, was ist das für ein riesiger Feuerball? Okay, ich habe unsere eigenen Armee-Sachen gerade gebrutzelt. Ich wusste nicht, dass die Reichweite davon so weit ist. I'm sorry. Oh, Bruder. Das wird schwierig. Die haben so krass viel Nahkampf durch diese fetten Monster hier. Die haben halt sehr viel Fernkampf. Oh, die Heldin. Nein, geh weg. Flieh. Kommt nicht raus. Es ist nicht schlimm, wenn die Heldin stirbt. Die sind alle schon unsterblich. Ah ja, okay. Also... Aber auch die Armeen zu halten. Oh, wir machen viel mehr Verlust, als wenn wir das Auto resolved hätten. Ich weiß gar nicht, ob wir das gewinnen, ehrlich gesagt. Ja. Das, weil, also diese Hydrinnen sind halt voll in unserer Linie drin. Gehen hier hin. Das ist ganz ich verstärke mal die Terrakotta-Wache. Ja. Versuchen der hier diese Dinos wegzuhauen. Okay. Achtung, da kommt jetzt ein riesiger Feuerball. Lauf mit deiner Terrakotta-Wache nicht weiter vorwärts. Jo. Guck dir das an. Geil. Diese ist der Dino, ist fast 1:1 ähnlich gut wie die Wache. Ach geil, wir kriegen einen Geschossratenbonus gerade. Warum diese Arme schützen sich nicht? Ach, der ist da auch. Ich
in einer blöden Situation hier gerade, der Dude. Ja, ich glaube, wir wipen hier. Ja, potenziell tatsächlich. Die hatten so eine starke Nahkampflinie, dass sobald die mal da waren bei unseren Fernkämpfern, hatten wir nichts mehr um sie. Wobei, also jetzt haben wir mal... Oh Gott, da sind so viele Hüter und Dinos hier. Es sind so viele. Aber jetzt allmählich kriegen wir die verschiedenen Dinos Schritt für Schritt. Meine Hellebardiere arbeiten sich so ein bisschen durch, aber es wird eine sehr knappe Kiste. Irgendwie tun diese Armbrustschützen, die machen auch nicht wirklich, was sie sollten. Das ist echt krass gerade. Aber ich habe tatsächlich auch nicht gecheckt, dass sie durch das Blut durch können. Das war... Ich habe das auch nicht gecheckt. Für mich, mir kam das auch vor wie was Undurchdringbares. Ja. Ich habe dann noch versucht, so ein bisschen die Truppen umzustellen. Aber da haben sie uns dann auch natürlich voll, halt frontal konnten sie in unsere Fernkämpferlinie so ein bisschen reinrennen. Weil wir zum ersten Mal dieses Schlachtfeld hatten. Ich glaube, wir gewinnen das jetzt schon noch. Es würde besser laufen, wenn wir das neu spielen würden? Oder glaubst du, das bleibt so schlecht? Eine gute Frage. Weil das Risiko, das ich gerade ein bisschen sehe, das ist nicht die finale Schlacht. Mhm. Und ich muss gleich noch die finale Schlacht spielen. Und wenn mir da jetzt meine ganze Armee wiped, dann schaffe ich die finale Schlacht auf jeden Fall nicht. Ja. Also ich glaube, man kann es auf jeden Fall besser nochmal spielen, als das, was wir gerade gemacht haben. Geht auch schlechter, schreibt Xenon Agent. Ich weiß gar nicht, ob es so viel schlechter ginge. Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher. Ich glaube, es geht echt nicht viel schlechter. Weil meine Einheiten sind ja wirklich Top-Tier. Also, wir haben die einfach nur verbraten. Ja. Ich meine, ihre Armee ist auch sehr, sehr gut. Also, es sind wirklich irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Hydren das sind, aber zu viele. Zu viele. Zu viele. Ja, wir können das nochmal probieren. Also ein bisschen besser geht's auf jeden Fall. Jetzt wo wir wissen, wie das Schlachtfeld funktioniert. Also wir können es auch gerne jetzt schon neu starten, wenn du möchtest. Ja, machen wir das, glaube ich, ja. So, wie geht denn das nochmal? Muss ich da raus... Also wie mache ich das denn jetzt nochmal sicherheitshalber, damit wir da jetzt keinen Blödsinn machen? Niederlage zugeben. Oh, gute Frage. Geht das überhaupt? Gefecht beenden, Wiederholung speichern. Nein. Oh. Stimmt nicht. Ich glaube, man muss neu laden, glaube ich, ne? Wir werden es gleich sehen. Ja.
Ich glaube, das Neustarten ging nicht im Multiplayer. Genau, ja, wir hatten das schon mal bei der Speckus-Schlacht. Man muss neu laden tatsächlich. Haben wir ein Ding, das wir neu laden können? Es gibt ja immer ein Autosave am Ende jeder Runde. Das heißt, wir könnten quasi die letzte Runde neu starten. Genau. Das drinnen, weil ja, so bin ich gefickt. Nee, das kann man gerne machen. Dankeschön. So. Dann müssen wir kurz hinaus. Ich hole mal kurz nochmal. Genau, so. Wir tun einfach so, wie als ob das nicht passiert ist. Wir streichen diese Schlacht aus den Geschichtsbüchern. Das war eine Wahnvorstellung im Reich des Korn, die gar nicht echt existiert. Genau, das war nur die Angst. Die Prophezeiung der Angst. Genau, genau. So, ist wieder offen, kannst wieder rein. Geil. Das ist quasi in der Tat nicht passiert. Bei mir schreibt Dragon Knight, er macht sich jetzt gerade erstmal Nudeln mit Soße. Ja, ja, das, du handelst im Sinne von Pia offensichtlich. Ja, sehr die Frage gut. ist, wir haben ja schon rausgefunden, Ketchup ist wieder meines Willens auch Soße. Ah ja, verdammt. Also, das ist jetzt die große Frage. Ja. Eine Vision von Zinch, um euch zu quälen. Genau, genau, das war's. Eindeutig. Ach so, ich muss auch noch bereit drücken. Das habe ich gar nicht gecheckt gerade. Vielleicht werde ich einfach ein ganzes Buch schreiben, ein Manifest darüber, warum Ketchup nicht auf Nudeln gehört. Du dachtest die ganze Zeit, du musst dich anstrengen, ein Fantasy-Buch schreiben oder so. Stattdessen. Ich brauche einfach nur ein Manifest. Ja, das stimmt. Ich glaube, also das wird bei dir aber, glaube ich. Lustig, wenn du mal anfängst, ein Manifest zu schreiben, dann das wird, glaube ich, spannend, wie umfangreich das dann wird und wie viele Themen es abdeckt. Weil ich glaub, die Geschichte des Ketchup, Teil 1. eine historische Perspektive. Eine historische Perspektive auf Ketchup. Auch wichtig. Ich möchte eine PowerPoint-Präsentation wie bei Ani und Raclette. Ich fand die nicht so gut, um ehrlich zu sein. Also ich fand die auch einfach argumentativ nicht so gut umgesetzt, die PowerPoint. Ich fand die sehr willkürlich. So, und jetzt müsstest du... Oh, irgendwas, irgendein Kislev-Typ will von mir was? Nee. Through me, you have the Celestial Emperor's favor. Wenn ich daraus ein automatisches Gefecht mache, verliere ich nur 3 Einheiten. Das könnte fast der bessere Deal sein. Ja. Glaube ich. Wollen wir so frech sein und das machen? Ich glaube, wir sind so frech. Ja. Ich habe ja sowieso alle spielerische Ehre abgegeben, seitdem ich Elden Ring als Magier spiele, wie ich informiert wurde. Hä, dabei ist das doch sicher am coolsten. Ja, aber es ist halt nicht mannhaft, weißt du, sich nicht in den Nahkampf zu werfen. Hä? Das ist halt, ich finde, das ist halt so diese typische. Also sind Männer nicht klug oder was? Ja, das ist das Fantasy-Äquivalent von Wissenschaftsfeindlichkeit, finde ich, weißt du? Warum solltest du einen Drachen im Nahkampf angreifen, wenn du auch einen Zauber hast? Also, das ist ja wie zu Fuß laufen, wenn du einen Aufzug hast, zum Beispiel und so. Also, Leute haben ja diesen Fortschritt für dich aus einem Grund erfunden. Für die 16 Monate und ganz viel Spaß. Und du verweigerst dich dem. Dank. Also, andere Leute stehen auf den Schultern von Riesen und man weigert sich dann aus irgendeinem komischen, fehlgeleiteten Ehrgefühl. Also, du hast halt von dem Ehrgefühl auch nichts, wenn du tot bist. Ja, eben. Ich bin absolut richtig. Also, ganz ehrlich, ich bin halt lieber ein feiger Hase als ein toter Löwe.
Das ist eine sehr... Ja, absolut, absolut korrekt. Finde ich eine sehr korrekte Sicht. Zumal Magie ja auch meines Erachtens nach nichts mit Feigheit zu tun hat, sondern einfach nur mit Überlegenheit. Du kämpfst doch nur dann mit dem Schwert, wenn du nicht genug Überlegenheit hast, um die Macht der Magie für dich zu nutzen. Also ich würde sagen, Leute, die Magier flamen, ist ein bisschen wie Penis-Neid, nur in dem Fall halt Magie-Neid. Und ich kann es verstehen, aber dafür kann der Magier ja nichts. Ja, absolut richtig, absolut richtig. Was sind denn so die Builds, die du gerne gespielt hast in bisherigen Souls-Spielen? Wie spielst du die in der Regel? Keine Ahnung mehr. Das ist schon so lang her. Also richtig lang her, dass ich Dark Souls gespielt habe. Aber ich bin grundsätzlich extrem schlecht im Parieren. Das heißt, bei all diesen Spielen spiele ich immer Dinge, die nicht parierbar sind. Und ich spiele... Also bei Dark Souls 3 weiß ich noch, dass ich... Boah, was habe ich da gespielt? Boah, was war das für eine Waffe? Dein Chat weiß es doch noch bestimmt. Boah, nee, ich glaube nicht mal, dass mein Chat das mehr weiß. Also, das ist irgendwie 4 Jahre her oder so, dass ich das gespielt habe. Das ist echt lang her. Richtig, richtig lange her. Es war sehr, sehr viel Rollen, sehr viel Ausdauer und viele schnelle kleine Angriffe. Ich weiß auch, woher ich das Schwert geholt habe. Wenn du aus diesem Hauptgebiet, also diesem Hauptbereich rausgehst, wo auch diese Frau ist, mit der du immer redest, wenn du da so rechts an diesem Rand vorbeigehst, gab es so einen Hidden Spot, wo so ein Schwert droppt. Und das Schwert hatte ich mir auch geholt und ich habe vergessen, wie das heißt. Das muss doch irgendwer im Chat wissen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Ushigatana war, aber ich weiß es nicht mehr, es ist echt zu lange her. Aber offensichtlich ist es das Ushikatana gewesen, so viele wie das gerade schreiben. Wir heilen noch ein bisschen weiter. Ja, bei mir auch. Ach, ich kann hier auch Sachen rekrutieren. Ich kann im Reich von Korn Einheiten rekrutieren. Global. Ja. Aber das geht nicht. Ich brauche 4 Runden. Um meine Einheiten zu rekrutieren. Und in 4 Runden fliege ich aus dem Reich. Oh, verdammt. Dann musst du vielleicht ein bisschen schlechtere mal irgendwie übergangsweise nehmen oder so. Ja, das mache ich auch. Zwei Runden warten können wir uns leisten. Ich hätte auch Bock, einfach die ganzen Dark Souls-Teile nochmal neu zu spielen. Ich glaube, du wirst wahrscheinlich mit Elden Ring erstmal genug beschäftigt sein für so 1-2 Jahre oder sowas. Glaubst du echt so lang? Ist das so groß? Also, je nachdem. Wie oft planst du es denn zu spielen? Also schätz mal ein, wie viele Stunden pro Woche Elden Ring wirst du wohl streamen? Zwischen 6 und 12, I guess. Also ich bin jetzt 50 Stunden drin und ich bin so am Ende des zweiten, ich glaube, von 6 Gebieten. Ich mache auch sehr langsam. Jo. Aber, also du wirst dann mehr streamen als ich, aber man ist eine Weile beschäftigt. Gut. Vor allem, weil wir ja auch beide ein bisschen dazu neigen, ist vorsichtig ausgedrückt, die Spielzeit leidet manchmal darunter, dass das Just-Chatting-Segment etwas länger wird als geplant. Versuchst du hier gerade Kritik zu äußern? Nee, ich bin ja selbst Teil des Problems, wenn man es denn ein Problem nennen will. Aber ich werfe es nur als quasi... aus meiner eigenen Erfahrung quasi, als an eine Streamerin ähnlicher Natur wie ich, die nun ein ähnliches Spiel spielen wird, die Probleme, die sich da, sag ich mal, ergeben können. Also mein Chat sagt hier gerade schon ganz ehrlicher und transparenter und selbstkritischerweise, das passiert bei Pia nie.
Sehr gut, sehr gut. Und sie sagen das, auch ohne, dass ich Gewalt androhe. Dann wird es ja korrekt sein. Dankeschön, wegen also, dem Subs. Holy dann shit. Glaube ich Ihnen das voll. Ich vertraue deinem Chat. Ich glaube, das sind anständige Leute. Vielen lieben Dank. Abgesehen von dem einen, der mit dem Ananas-Abo. Ne? Ganz viel Spaß hier weiterhin. Aber vielen lieben Dank. Danke, danke, danke schön. Oh, und Nörgel hat alle Seelen. Das ist nicht gut. Wir müssen jetzt den abfangen. So, wie komme ich da jetzt hin am besten? Scheiße. Aber wenn wir ihn halt einmal abfangen, dann ist er auch weg. Würde es meine Armee, ich habe gerade was kolonisiert mit meinem Haupthelden. Der muss sich jetzt gerade erstmal regenerieren. Deshalb habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ich bin immer noch im Land des Korn. Ja. Ich sitze hier auch noch eine Runde fest. Kann ich mit einer Nicht-Hauptarmee dorthin reisen und den abfangen? Wahrscheinlich nicht. Nee, das muss der Hauptheld sein. Ja, oh, aber meine, scheiße. Ich hab auch gerade gar kein Portal, das da hinkommen könnte. Einfach im Chaosgebiet gucken. Da ist ein lilanes Portal. Aber es muss ja mein Hauptheld hin. Yep. Da oben ist eins, ja. Ich muss da hoch. Das wird aber ein bisschen dauern, bis ich da... Oh Gott. Also ich bin nächste Runde wieder da. Ich muss nur hier... wir haben Gefahr der großen Bastion vor der Nase. Ich lasse jetzt tatsächlich auch die Bogen fallen, die ich da hatte. Weil mir das Risiko zu groß ist, dass mir der irgendwo... was einreißt. Es wird gerade gesagt, es sollten sich wieder Portale öffnen gleich, wenn der alle Seelen hat. Hat er ja jetzt, vielleicht kommen die dann nächste Runde, dass dann neue Portale erscheinen, dass wir leichter ich hoffe es auf jeden Fall. Dahin kommen. Und ja, das weiß ich, das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe jetzt gerade eben kolonisiert. Und dadurch Truppen verloren mit meiner Hauptarmee ausgerechnet. Das war natürlich jetzt auch nicht der smarteste Move, den je ein Mensch beging. Wenn ich auch hier mal ein bisschen in subtiler Selbstkritik mich üben sollte. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir noch stolz darüber gesprochen haben, dass wir die Aufgabenbereiche aufteilen. Und ich sehe mich nicht in der Verantwortung, hier irgendwas zu verhindern, denn ich hole gleich die dritte Seele. Das heißt, du erklärst unserem Vater dann, warum wir es verkackt haben. Was war das denn jetzt hier? Was für ein Backstab hier? Welch Schurkerei! Was soll das denn werden? Vater wird das schon verstehen. Er wird verstehen. Jetzt weißt du, warum ich die Lieblingstochter bin. Das liegt vielleicht gar nicht daran, dass ich so talentiert bin, sondern eher an der Taktik. Oh ja, ich sehe es. Ja, offensichtlich. Und Jen schreibt gerade Schurjokerei. Ja, das Wortspiel wurde bei mir auch schon ab und an gebracht. Das ist sehr passend. Gibt's doch nicht. So, Kislev hat auch eine Seele bekommen. Wie weit sind die denn? Die haben erst drei. Gut, also... Oh, wenn ich gegen den automatisiert kämpfe, kriege ich einen heldenhaften Sieg. Traue ich mich gegen den anders zu kämpfen? Wollen wir speichern? Ich speichere schnell. Ist das die finale Schlacht? Ja, und ich würde die gern eigentlich sehen, weil die sicher cool ist. Ja, also die kriegst du tatsächlich, du kriegst da immer einen Auto-Resolve-Super-Sieg. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie ein Fehler, aber offensichtlich ein beabsichtigter, weil sie ihn nicht gefixt haben. Der zählt dir alle Truppen, die als Verstärkung im Lauf der Schlacht gerufen werden können, als deine Armee. Ah, das dazu. Hatten wir. Du kannst die immer Auto-Resolven. Und wirst immer auch keine Verluste erleiden und sowas. Und wenn man sie selbst schlägt, die sind alle so, wie wir die kennst du ja, genau. Also wenn du da Bock drauf hast, können wir es gerne machen. Ach so, das ist alles dieses ekelhafte, rundenbasierte Dingsbums.
diese drei Wellen, die man dann immer und dann nein, Türme bauen. Nein, 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 das brauchen wir nicht. Nein, nicht nochmal. Oh, wow. Nein, nein, nein. Du bist jetzt schon im Punkt, wo du keinen Bock mehr drauf hast. Nein. Krass. So, Bellacor has rebuilt his throne of old. But to what purpose? He has no followers, no army. Even the Chaos Gods abandoned him. Does something amuse you? You sit in your little chair. But what power do you really wield? Hidden away, deep in this forge. Hidden. Your roar was felt across the world. A god's carrion will attract powerful scavengers. Let them come. The essence of the slain will be repurposed into an army. It cannot be. Bellacor controls the Forge of Souls. He intends to build an army of the most twisted manifestations. Soul grinders. Your Chaos Masters will not allow it. I have no masters! The Chaos Gods are forbidden to enter here. Be silent while we wait. Wait for what? For you to die. Jut! Das muss ich aber jetzt echt nur mal festhalten, dass du tatsächlich diese Kampagnenmechanik schon so satt hast, dass du diese Schlachten schon beim ersten Mal keinen Bock mehr drauf hast. Naja, zwei haben wir ja gemacht. Das stimmt, genau. Aber ich meine, jede einmal zumindest dann zu spielen. Nee, das hat für mich auch keinen Mehrwert. Also, das ist immer wieder das Gleiche so. Und es ist einfach diese Wellen und dann noch mehr Wellen und dann noch mehr Wellen. Das muss jetzt nicht unbedingt. Verstehe ich auch total. Also, zeigt halt noch mal so ein bisschen das echt. Sie haben das echt ein bisschen in den Sand gesetzt, was den Wiederspielwert von dieser Kampagne angeht, ne? Also, dass diese Mechanik, weil ich war ja selbst auch, ich meine, ich bin immer noch, also ich finde ja vieles an diesem Spiel ist großartig, aber ich war selbst am Anfang auch ein bisschen optimistischer, dass das länger trägt, muss ich zugeben. Und dass sie jetzt halt dann trotzdem noch Mortal Empires erst im dritten Quartal ist halt echt krass, ne? Ja, also es wird halt zwangsweise die Spielerzahlen attackieren. Also das muss ihnen halt bewusst sein. Und wenn ihnen das bewusst ist, fein so. Aber ihnen muss halt bewusst sein, dass dadurch, dass sie es halt noch nicht bringen, wird das halt dazu führen, dass die Spielerzahlen von Warhammer noch weiter in den Boden sinken werden, bis Mortal Empires da ist. Weil viele Leute warten ja nur auf Mortal Empires so. Ja. Und ich verstehe es, also. Ja, ich habe tatsächlich auch, also ich hab schon eine Videokolumne aufgenommen dazu, was für ein Problem das Spiel gerade hat. Die wird, glaube ich, Montag oder so rausgehen. Und da habe ich mir die Steam-Zahlen nochmal angeguckt. Das ist gerade noch, also ist immer noch so bei 9000, was ja immer noch eine okaye Zahl ist. Aber halt Warhammer 2 ist auf 8000. Also das Und das Warhammer ist einfach nur Mortal Empire, dass das macht. Also ich wette darum, dass das einfach nur die Anzahl der Leute ist, die Mortal Empire spielen. Ja, und Warhammer 3 hat tatsächlich auch ungewöhnlich stark verloren. Also es hat vom ersten auf den zweiten Monat 75% seiner Spieler verloren und normal ist so 40 bis 60. Und es hat dann im zweiten Monat nochmal die Hälfte verloren. Also es ist wirklich extrem rapide und rasant runtergegangen. Und ich meine, wir merken es ja auch so ein bisschen, ne? Auch so, dass das Twitch-Interesse ist auch gesunken. Das sehen wir ja durchaus verglichen mit, wenn wir Crusader Kings spielen im Vergleich zum Beispiel oder sowas. Ja, auf jeden Fall. Also das ist nicht vergleichbar von den Zuschauerzahlen. Und man darf auch nicht vergessen, also wir beide streamen jetzt gerade dieses Spiel und wir haben gemeinsam knapp über 2000 Zuschauer. Und insgesamt gibt es international auf allen Sprachen gerade 3000 Leute, die dieses Spiel schauen. Das heißt, wir machen einfach gerade 2/3 der Gesamtzuschauer von diesem Spiel aus. Und das ist halt schon ein Statement bei einem relativ
frischen Game einfach noch. Also ich glaube schon, dass das nochmal kommen wird, das Game, sobald Mortal Empires da ist. So. 100%, ja. Aber ich finde es halt schade, dass es diese Einbüße halt gerade macht, weil ich halt glaube, dass das nicht zwangsweise notwendig gewesen wäre. So. Ja. Man hätte das verhindern können, dass es so krass wegbricht. Ja. Nee, finde ich auch tatsächlich, ist schade, weil ich glaube auch, dass die Hardcore-Leute, also die werden auf jeden Fall zurückkommen, wenn Mortal Empires kommt, genau wie du sagst. Wir ja eben auch, also wir werden ja beide, sobald Mortal Empires da ist, absolut, werde ich sofort wieder das Spiel spielen. Aber jetzt ist tatsächlich so, dass das ist ja tatsächlich erst meine zweite Kampagne, die ich abschließe. Und selbst da ist halt das Coole daran, ist gerade das Zocken mit dir und nicht unbedingt noch eine zweite Kampagne zu spielen. Ja. Was halt so traurig ist irgendwo. Was ein großartiges Spiel ist. Es ist großartig so, aber. Oh. Es ist so viel Gutes drin, aber diese Kampagnenmechanik ist einfach nicht geglückt. Leider. Wir haben verkackt, ich habe mich verrechnet. Wir haben nicht knapp über 2000, wir haben fast 3000 Zuschauer. Also wir haben fast alle Zuschauer von Warhammer. Ich habe ja gerade 1,8, die mir zugucken und nicht 1,1, ich bin ja doof. Aha. Ja, dann sind wir noch besser, als noch du gerechnet besser, hast. Jawohl. Oh, das sieht aber nicht so gut aus gerade. Wir müssen hier ein Gefecht führen. Jawohl. Oh, da kommen sie richtig. Oh, Alter! Aber meinst du, das kriegen wir gegen 3 Armeen? 4 Armeen? Bestimmt. Das halte ich jetzt für etwas optimistisch, Pia. Ja, klar. Okay, es ist immerhin eine Stadt, okay? Ja, ich hätte meine Armee vielleicht in dem Tor lassen sollen. Hm? Ah, dein Eifer. Ja. Ich gehe zum Opfer. Ah, okay, okay. Vielleicht. Ich wollte die Kreuzung der Drachen nicht hergeben. Hm? Scheiße. Ups. Es wird spannend, Pia. Das ist ja auch, das ist eine Nebensiedlung nur. Wir haben nicht mal Mauern. Das, Beschwer dich nicht, nimm den Dude, kämpf bis zum bitteren Ende. Okay. Oh, wir haben echt. So, wo stelle ich den Dude denn am besten hin? Irgendwo hier so vielleicht, wo er ein bisschen buffen kann. Oh, er hat immerhin einen Kompass. Geil. So geil, wie auf diesem Kompass steht, der von 4 Ochsen gezogen wird und sich da voll wie der King fühlt. Der fühlt sich schon echt geil. So, wie am besten vielleicht jeder von uns irgendwie eine Seite der Stadt? Mhm. Ja. Bist du links oder rechts hin? Oh Gott, wir haben ja keine Chance, dass wir das schaffen. Nee, ich glaube auch nicht. Nein, wir wollen das nicht direkt aufgeben, oder? Lass das uns aufgeben. Ich sehe gerade, wie viel da hinten kommt. Da hinten kommen ja, noch. Ja, das sind 4 Armeen. Ja, nee, lass uns das aufgeben. Das hat keinen Sinn. Also, das schaffen wir auch nicht. Ich verliere dann die ganze Armee, aber ich verliere die sowieso. Also, das schaffen wir nicht. Ich habe zuerst, als ich das angenommen habe, gedacht, das wären 2 Armeen. Ich habe nicht gesehen, dass das 4 sind. 2 wären schaffbar gewesen. 2 wären machbar gewesen, aber 4 sind nicht machbar. Wahrscheinlich, dass hier sind 4 Horden, die da kommen. Und also ich habe auch zuerst gedacht, es wär eine Mauerstadt. Das wäre auch noch was anderes gewesen. Ja. Aber das, nee, und die haben auch Mammuts drin und alles. Das sind nicht mal irgendwie nur Scheißarmeen. Vor allem die hier dafür. Nur Trolle und Riesen und Mammuts. Das, Es gibt natürlich ein Cap, was du mir gesagt hast. Es gibt natürlich ein Cap von 40 Einheiten, die gleichzeitig bei ihnen nur sein können, aber die hätten uns ja trotzdem platt gemacht. Wir rennen uns trotzdem ein.
Jetzt ist trotzdem die Frage, was ist denn jetzt mit diesem Aufhalten? Also ich dachte nämlich eigentlich auch, dass sobald er alle Seelen hat, müssten neue Portale kommen, mit denen wir dann ihn aufhalten können. Aber dieses Aufhalten war bei mir auch schon mal verbuggt, dass Speckus ewig die Seele hatte und nicht zur Schmiede der Seelen gegangen ist. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was wir jetzt genau tun sollten, idealerweise, um Nurgle aufzuhalten. Das war bei mir schon mal so komisch. Wo sind meine ganzen Armeen? Hier bin ich. Hier ist Fleischdorn Verdorrer. Ja, wir haben hier gerade ganz andere Probleme. Die reißen mir gerade überall die Sachen ein. Warte mal, vielleicht kann ich mit meiner Armee noch irgendwie zur Hilfe ziehen. Also das Problem ist tatsächlich, dass ich da unten nicht mehr reinkomme. Also der belagert die quasi schon. Und ich komme nicht mehr rein. Ins Schlangentor. Und weil ich im Marsch bin, zähle ich auch nicht als Unterstützung. Das ist extrem beschissen. Um es nett zu sagen. Ja, ich kann auch nicht runterkommen, weil bei mir sind auch vier Armeen. Lucky sagt, neue Portale öffnen sich meines Wissens noch nur, wenn ein Spieler alle vier Seelen hat und nicht, wenn es die KI schafft. Die KI muss bis zur nächsten Portalrotation warten, damit der Spieler auch noch Zeit hat zu reagieren. Ah, okay. Das ist actually eine gute Sache. Ja, wunderbar. Dann würde ich doch vielleicht auch sagen, dass wir an der Stelle es mit diesem Cliffhanger für heute beschließen können. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben die dritte Seele geschafft. Möglicherweise ist nächstes Mal schon der Sieg in Aussicht. Auf jeden Fall. Und bis dahin überlegen wir uns auf jeden Fall, was dann danach kommt. Denn was Pia heute gesagt hat, ist korrekt. Wir haben beide darüber nachgedacht, auch darüber geredet, dass wir einen regelmäßigen Strategietag des gemeinsamen Streamens machen wollen. Manchmal zu zweit, manchmal mit mehreren. Und wir hatten ja heute schon Crusader Kings, Iron Harvest und Stronghold Crusader als, finde ich, alles drei sehr coole Ideen. Da schauen wir einfach mal, würde ich sagen, ja, was das dann wird. Aber da finden wir was. Aber so einen festen Strategietag einmal die Woche wäre natürlich auch einfach Weltklasse. Richtig, richtig. Und dann müssen wir ihn halt irgendwie füllen, bis Mortal Empires kommen. Ne? Aber es gibt ja genug tolle Strategiespiele. Auf ich denke, das kriegen Fall. Wir hin. Gut, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Restsamstag. Hast du schon gespeichert? Kann ich hier schon rausgehen? Oh, oder? Guter Hinweis. Nein, Moment. Ich speichere. Ich warte. Absolut ganz, korrekt. Ganz brav. Sehr gut. Jetzt kannst du raus. Perfekt. Liebe Pia, es war mir wie immer ein ganz großes Fest. Dankeschön, ebenfalls. Dir auch ein schönes Wochenende. Und wir schreiben und hören uns, beziehungsweise nächsten Freitag geht's ja schon los mit dem Strategie. Yes. Freitag. Wunderbar. Yes. Super gerne. Ich freue mich mega. Geil. Und dann werden wir das hier, denke ich mal, ich glaube, dass wir dann durchaus diese Kampagne da gewinnen könnten. Und dann schauen wir einfach danach weiter. Alles klar, dann machen wir das. Auf jeden Fall. Voll gut. Einen schönen Abend dir noch. Tschüss. Bis dann.